Verdammt, nee, kannst du nicht. Hoffentlich. Hätte ja klappen können. Oh Gott. Ihr dürft niemals aufeinandertreffen, glaube ich. Oh, das würde lustig werden. Ach, für mich nicht. Für mich nicht. So, wir sehen schon mal ein Spiel. Ich muss mal kurz meinen zweiten Bildschirm anmachen. So, und auch kurze Info, ich weiß gar nicht, steht das im Schedule noch als Race drin? Aber es wird Ah, definitiv nein, kein. nein, Ziff Achso, hat das schon ah. abgeändert. Okay. Ursprünglich war das Ganze nämlich mal als Race geplant. Aber der Runner, das ist derselbe, der auch bei, Gott, wo war das? Irgendwo anders schon Probleme hatte. Und ja, deswegen ist er hier rausgefallen. Deswegen haben wir jetzt einen ganz normalen Run. Das war, er hatte heute Morgen oder heute Mittag war das, wollte er eigentlich Skyward Sword Randomizer zeigen. Und Ach es hat so. deswegen nicht funktioniert, weil seine Wii kaputt gegangen ist. Und dann Genau. hat er gefragt, ob es okay ist, wenn er Kingdom Hearts Birth by Sleep zeigt. Genau, das So, war's. und der wollte eigentlich jetzt hier mit bei dem Race sein, also bei dem Randomizer Race. Aber das hat halt bei ihm einfach zeittechnisch nicht geklappt, weil der auch die Nacht schon komplett durchweg war, wach war. Und irgendwann musst du einfach mal schlafen. Jo. Egal wie gern du was kommentierst, aber irgendwann ist Schlaf einfach mal. Geht der Run oder ist der Run an sich schon gestartet, weil der Timer Ja, noch ja. bei 0 ist? Okay, gut. Ja. Also der Run startet in dem Moment, wo wir den Schwierigkeitsgrad wählen. Und ja, das ist halt, der Timer ist halt ferngesteuert irgendwie, weil die Runner timen separat bei sich. Und wir nehmen einfach an, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, immer mit der Signaldurchgabe. Man Ja, hat haben das wir ja schon ein paar jedenfalls Mal öfter gehabt. schon mal gesehen, wenn on-stream das Design ein bisschen angepasst wurde, weil irgendwie schwarze Bildschirme, schwarze Balken oder irgendwas waren. Und ja, das Aber passiert halt. Sora Und Tima schreibt hat gerade schon direkt gesagt, ein Magnet Magnet. direkt ist richtig, richtig geil. Okay. Was macht das? Magnet ist eine der stärksten Magie. Arten, die wir hier haben. In Kombination mit Blitz ist das so schon fast der ultimative Angriffskiller für Gegner-Mobs. Ah. Du ziehst halt mit Magnet die Gegner an, dass die nach oben in der Luft zusammenwirbeln auf einem Fleck und kannst dann halt direkt drauf angreifen. Und wenn du Blitz drauf machst, triffst du halt alle direkt. Ah, also Magnet ist quasi ein Crowd-Control-Ding, wenn du es so willst. Kann man so sagen, ja. Okay, ja, das ist natürlich praktisch. So, was wir jetzt natürlich erstmal machen, ist, wir gehen erstmal Stück für Stück alle Welten ab und werden die Anfangstruhen öffnen. Übrigens haben wir gerade Gleiter gefunden, Level 3, das ist schön. Ist zwar noch nicht die höchste, obwohl doch, es ist die höchste Form. Level Max haben ja nur die Formen, stimmt. Also Gleiter ist generell. Du springst in die Luft, drückst Viereck und kannst halt fliegen. Verlierst halt Leiten immer ein wahrscheinlich Stück, eher, ne? Aber. also du verlierst immer ein Stück an Höhe, je weiter du fliegst. Aber ist halt an sich schon mal ganz gut. Und wir haben die Hades Cup Trophy einfach gekriegt. Mit einem Level-Up. Nice. Okay, ich weiß jetzt nicht, was das heißt, deswegen. Oh, Full Bloom als Accessoire. Das ist auch nice. Die Hades Cup Trophy ist im Endeffekt einfach nur, also der Hades Cup ist so der stärkste, also schwerste Cup, den es gibt von den Colosseum Turnieren. Und ja, Wie keine wenig. Ahnung, 50 Gegnerrunden oder so, die man hintereinander wegklatschen muss. Ah, okay. Gleiten Max gefunden, auch nice. Ruinen Map. Ich muss gerade noch nach unserem Stream gehen, weil ich habe im Mainstream immer noch Werbung. Es tut mir leid. Ach so, ja, klar. Wie wenig einfach keinen Plan hat. Ja, das war ja abzusehen. Das hatte ich ja im Vorfeld schon gesagt. Ich hatte mich mal, ja, mal auf irgendein Kingdom Hearts, ich weiß nicht mal mehr, welches das war. Da hatte ich mich ja für den Anfang zumindest vorbereitet, damit ich so die ersten paar Minuten sehr kompetent klinge. Einfach weil ich das ganz witzig fand. Hat auch gut geklappt. Ja, das Aber ich. war aber auch Birth by Sleep, Any Percent Beginner Aqua. Kann Da sein. kannst du auch nicht viel sagen, außer ja, wir machen das und das und das. So,
Und aber jetzt haben wir Spell Weaver. Achso, okay. Das ist so ziemlich der ganze Mann. Ja, aber ich hab die Fähigkeiten auch alle erklären können. Also, ja, war ich schon ein bisschen stolz auf mich. Aber war halt eigentlich nur so ein kleiner Gag. Und danach war ich ja eigentlich auch da schon komplett ahnungslos. Wusste nicht, worüber sagen, ich da rede. Ich hab's einfach nur quasi. Du hast es gut überspielt. Ja. So. Naja, aber an sich habe ich von Kingdom Hearts, von der ganzen Reihe, überhaupt keine Ahnung. Im Übrigen ist ein Fehler drin im Schedule. Da steht drin, dass wir die PS4-Version spielen. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Das ist die PS2-Version, die hier gespielt wird. Ah, okay. Nachholen? Nee, ich habe da irgendwie auch nie Interesse dran gehabt. Muss ich leider sagen. Ich bashe Kingdom Hearts ja mal ganz gerne, aber eigentlich darf ich das nicht mal, weil ich mir ja gar kein eigenes Urteil erlauben darf. Und das wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern. Höchstwahrscheinlich. Ja, war mal witzig, wenn ich das so ganz plötzlich irgendein Kingdom Hearts spiele. Oh, wir sind gestorben. Oh, das ist nicht gut. Also diese Passage hier ist halt schon relativ tricky. Du hast generell zwar sehr viele Truhen hier, aber du hast halt auch das Problem, dass du ich nenne sie jetzt einfach mal gerne Tankrinos hast. Mhm. Weiß gerade nicht, wie ich sie sonst anders beschreiben soll. Die sind halt auf normal schon so, dass sie dich, wenn du Pech hast, mit einer Combo wegsnipen können. Und in Critical bist du halt einfach im Normalfall One-Hit. Okay. Und wir spielen halt Critical-Modus, das heißt, wir können davon ausgehen, dass eigentlich egal, wie weit wir kommen, wir sind immer irgendwo One-Hit. Okay. Ja, das macht das Ganze, glaube ich, ein bisschen interessanter. Wenn man stirbt, verliert man da irgendwie Progress auch? Also du verlierst immer den Progress von der Area, wo du dich gerade befunden hast. Das heißt, okay. Dieser Progress wird immer zwischengespeichert, wenn du eine neue Area betrittst. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas in den Einstellungen änderst oder so, du legst ein paar Spells an oder ein paar Abilities und musst dann halt immer noch mal zurückgehen in die andere Area und dann wieder in die rein, wenn du dann da sozusagen diesen Fortschritt übernommen haben willst. Das Problem hat man ganz oft mit Gegnern, wenn man bei irgendeinem Zwischenboss oder so K.O. geht und man hat vorher was umgestellt. Man ist aber nicht zurück in eine andere Area gegangen. Man muss es wieder einstellen. Ja, ja. So. Und statt dass wir jetzt uns zur Weltkarte zurückporten, ist halt beim Randomizer das so, dass wir wieder zurück in den Garden of Assemblance kommen. Generell ist das eigentlich dieser Punkt, wo man casual die Data Battles bestreiten kann. Ist jetzt hier halt nicht der Fall. Aus dem Grund, dass das im Randomizer so geändert wurde, dass du hier immer diese Entrance Points zu den verschiedenen Welten hast. Und ich habe bei mir jetzt Standbild. Der Timer läuft noch, aber jetzt geht's. Achso, okay. Ja. Okay, ich dachte eben, er ist einfach nur stehen geblieben. Er oder? Nee, ich hatte Standbild. Ich weiß gar nicht, ob das männlicher oder weiblicher Runner ist. Das weiß ich auch nicht. Ich habe den Ton nicht an. Okay. Ich verstehe kein Spanisch. Ja, gut. Ich kann mal ganz kurz reinhören. Wir haben jetzt auch ungefähr fast komplett die erste Hälfte von der Savanne gemacht und sind jetzt in Agrabah. Und bei Agrabah ist es am Anfang so, wir könnten jetzt halt Herzlose bekämpfen, bis, glaube ich, 90 Sekunden rum sind. Und dann würde automatisch die Cutscene triggern. Wir können es aber auch einfach töten lassen, weil dann würde die Cutscene auch gleich triggern. Okay. Ist im Speedrun natürlich wesentlich schneller, wenn man sich einfach besiegen lässt. Na klar. So, das machen wir halt auch, weil diese Passage hier in Agrabah halt, glaube ich, 10 Truhen oder so hat. Also sie hat relativ viel, direkt dieses Anfangsgebiet schon alleine. Dass man halt sagen kann, das lohnt sich halt direkt, das am Anfang mal durchzugucken. Black Pearl Map, gut, ist jetzt nicht so. High Potion, das ist jetzt auch nicht so. So eine Standardfrage für Randomizer, gibt es hier sowas wie einen Go-Mode? Ja. Present haben wir bekommen. Wir brauchen die 3 Proofs. Casual bekommt man die einmal durch das Besiegen der 13 Data Battles, durch das Besiegen der 13 Mushrooms und durch das Besiegen von
The Lingering Will. Mhm. Also der verweilende Wille. Wir haben jetzt ein Gift bekommen, Reflect Element zum Schluss und dann zwei Maps irgendwie. Also Reflect ist schon mal sehr gut. Die andere weiß ich gar nicht mehr. Castle Map, glaube ich, war das andere noch. Und das Gift ist im Endeffekt ein Key-Item für Halloween Town. Ja, okay. Und könnte noch nützlich werden später. Ja. Mhm. Aber wie Sora schon gerade so schön geschrieben hat, Reflekt mit Herzchen, kann ich nur zustimmen. Blocken ist halt auch eine Ability, die wir erst kriegen müssen. Und solange wir Blocken nicht haben, ist Reflekt halt, also generell Reflekt ist das bessere Blocken. Mhm. So, Champion Belt. Ich kenne jemanden, der das jetzt bestreiten würde. Übrigens, da haben wir Thunderboost bekommen, glaube ich, gerade. Mhm. Thunderboost war das, genau. Ja, jetzt bräuchten wir nur noch, Thunder. Ach so, ja gut. Den Magic Boost haben wir auch gerade bekommen. Also Magic Boost generell schon mal gut. Wenn, und wie gesagt, also Thunder Boost generell für das Element ist auch schon mal nicht verkehrt. Mhm. Wenn wir dann Thunder bekommen, dann das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Upgrade für den Spell. Weil wir müssen ja auch immer alle Stufen eines Zaubers finden, um wirklich dann im Endeffekt die Max-Stufe erreichen zu können. Mhm. Majestic Mushroom hatten wir auch noch gefunden. Ich denke mal, also das klingt so nach Key-Item irgendwie. Ultima-Weapon. Nee, das ist. Also, es ist halt eigentlich ein Schild für Goofy. Ah, okay. Das Problem ist, die Stats und die Abilities der Keyblades und Ausrüstungsgegenstände allgemein sind auch alle gemixt. Ah, okay. Also auch alle gerandomized. Und deswegen. Deswegen ist es auch so, es bringt uns im Generellen nichts, uns über Ausrüstung zu freuen, die normalerweise ein Casual-Game uns extrem boosten würde, weil sie es wahrscheinlich hier in dem Moment nicht tut. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt generell erstmal so wahrscheinlich diese ganzen Entrance-Points durch und gucken dann in Ruhe, lohnt sich da was irgendwie auszurüsten. Okay. Ich denke mal, Sora wird Sora wird im Chat dann schon mal schreiben, wenn irgendwas Besonderes gefunden wurde, ne? Ja, also wie gesagt, Reflect kann ich auch nur zustimmen, ist halt schon mal extrem nice, dass man das schon mal hat. Was? Warum ist Super Mario Bros. 3 im Titel? Ist es nicht? Ich wollte gerade fragen, Nee, aktualisieren wahrscheinlich nicht, weil du bist ja jetzt gerade reingekommen. Wollte gerade sagen, also bei mir steht Kingdom Hearts. Im Mainstream auch, ja, ich muss mal kurz gucken. Ja, okay, jetzt stimmt's bei Xam auch. Bei der Wunderhöhle Bei der Wunderhöhle musste ich eben an den Pilot denken, der hat mich jetzt schon verdorben, okay. Ich habe keine Ahnung, wovon Sora da gerade geredet hat. Es wurde die, also es sollte ja mal eine Cartoon-Serie zu Kingdom Hearts kommen. Und der Zeichner, der dafür zuständig war, der hat die so eine Vorab-Version von einer Pilotfolge, die halt mal entstanden ist, bevor das Projekt gecancelt wurde, hatte er geuploadet auf YouTube. Ah, okay. Das war jetzt sozusagen vor, ich glaube, einem Monat. War das halt ganz, ganz heavy in der Community rumgegangen. So, aber das halt die Pilotfolge, also mich wundert es nicht, dass die Serie gecancelt wurde, weil einfach Kairi war da nützlich. Oh, okay. Das ist sowieso schon so ein Widerspruch an sich. Jo. Also generell, wir sind jetzt übrigens gerade auch so ein bisschen in der besten World überhaupt. Change my mind, aber Halloween Town ist einfach awesome. What is gab eine Serie? Es sollte eine Serie geben. Die Serie ist halt gecancelt worden, bevor sie rausgekommen ist, aber die erste Pilotfolge war sozusagen schon fast fertig. Und der Zeichner hatte das veröffentlicht. Du wirst es bestimmt noch auf Reddit finden, wenn du danach suchst. Okay. So, wir wollen natürlich jetzt keine Links oder irgendwas veröffentlichen, aufgrund dessen schon alleine, dass halt Disney gebeten hatte, das runterzunehmen. Mhm. Eben weil das halt ein ehemaliger Disney-Mitarbeiter war und er hat das natürlich auch gemacht.
Kann ich verstehen, wer will schon eine Klage von Disney haben. Also ja, teuer. Stimmt. Ich zitiere da immer gerne einen Streamer und YouTuber, den ich folge. So, ich würde mich mit jeder Firma anlegen, außer mit Disney, weil die können dich einfach zerstören, ohne dass es jemanden auf der Welt kratzen würde. Mhm. Weil die haben die Macht. Mhm. Und das ist leider Gottes true. Und ja, wir wissen, das Internet vergisst nicht. Deswegen sage ich ja, du wirst es irgendwo auf Reddit, wirst es wahrscheinlich finden. Mhm. Übrigens, schön, wir sind in Halloween Town, wir haben die Halloween Town Map gefunden. Braucht man die Maps denn unbedingt? Nein. Okay. Aber sie sind natürlich mit dem Itempool drin, deswegen. Ja, klar, logisch. Ich denke mal, ähnlich wie bei Zelda-Spielen, die entsprechenden Dungeon-Maps dran. Genau. Als Runner braucht man die definitiv nicht, aber sie sind halt da. Genau. Und ja, also jede Ability zum Beispiel, die wir auch mit Levelaufstieg kriegen würden, die ist halt auch mit dem Randomizer-Pool drin. Das heißt, da kann halt einfach ein Item mit drin sein oder ein Accessoire oder irgendwas. Oh, wir haben Sprint bekommen. Das klingt nützlich für einen Speedrun. Ja, wir haben Gleiter. Gleiter ist ja, gut. Schneller als Sprinten. Okay. So, hätten wir jetzt Leiter nicht gehabt, wären wir natürlich vollkommen auf Sprint gegangen, aber dadurch, dass wir Sprint haben, dass wir Gleiter haben und Leiter auch schon in einem höheren Level haben, bringt uns Sprint halt im Prinzip nichts. Ah, okay. Da können wir uns die Ability Points für sparen und können die für was anderes dann nachher nutzen. Mhm. Hallo Orca, Hallöchen. Hallo. So, Port Royal. War damals auch so ein bisschen was Neues, kann man sagen. Inwiefern? Naja, man hatte da das erste Mal eine Disney-Welt drin gehabt, die auf einem Realfilm basierte. Ach so, okay. Und die halt auch versucht wurde, wirklich nah am Original zu halten. Mhm. Auch von der Art und Weise, wie die Charaktere dargestellt wurden. Also wirklich auch so ein bisschen realistisch zu halten. Mhm. Das ist auch so ein Ding, weswegen ich auch so sehr froh war, dass sie dann in Kingdom Hearts 3 auch wieder Port Royal mit reingebracht haben, als Fluch der Karibik 3. Ja. Thor schreibt gerade Limitform. Haben wir die gerade bekommen? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ja, wir haben Limitform bekommen. Ah. Die Limitform ist sozusagen die Form, die im Final Mix dazugekommen ist. Also wir haben im Standardspiel 4 Formen gehabt. Und Limit ist halt als 5. Form für Sora alleine noch dazugekommen. Also normalerweise brauchst du für die Form immer 1 oder 2 Gefährten, dass du in diese Form wechseln kannst. Und die Limitform kann halt Sora alleine einsetzen. Das macht sie halt auch so besonders und teilweise auch ein bisschen OP. Okay. Aber sie kann einem bei bestimmten Fights auch so ein bisschen den Popo retten. Okay. Extremes Moin, dadurch, dass es ein Randomizer ist, haben wir dafür keinen WR. Genau. Wir haben gerade den Genji Shield bekommen. Und den kenne ich mehr so aus der Final Fantasy Reihe. Ja, es sind halt auch viele Anspielungen aus Final Fantasy mit drin, logisch. Beziehungsweise Items, die auf Final Fantasy Sachen basieren. So, wie gesagt, der Genji-Schild ist da zum Beispiel mit drin. Wir haben normal Potions, wir haben Mokris, wir haben Äther, High-Äther, Zelte. So, das sind ja alles Items, die man eigentlich aus den klassischen Final Fantasies auch herkennt. Mhm. Eben. Oh, Zelte, lange ist's her. Aber Zelte waren cool. Ja. Oh, das sieht hier nach Tron gerade aus. Ja, das ist auch Tron. Okay. Da, ich konnte mal was Sinnvolles beisteuern. Kingdom Hearts hat Tron, glaube ich, damals für die Allgemeinheit noch mal so ein bisschen interessant gemacht. Mhm. Dadurch, dass Tron, der kam ja ursprünglich in den 80ern raus. Ja, und, ich glaube, 80er waren es. Und viele kannten den Film gar nicht.
wo Kingdom Hearts 2 rauskam. Mhm. So, und ich weiß, dass ich den damals als Kind mal geguckt hatte. Mhm. Und war dann so ein bisschen überrascht, wenn mir das bekannt vorkam, mir aber der Titel nichts mehr gesagt hat. Ah, okay. Und dann hatte ich mir den aus der Videothek nochmal geholt und dann meinte Mutti so, na wieso, wir haben den doch auf Video. Oh. Ja, gut. Und ich so, oh, gut, ja, wusste ich halt nicht. So, wir haben jetzt auch das Reflect-Upgrade gekriegt, das ist schon mal sehr gut. Das bedeutet, wir machen nämlich ab jetzt mit Reflect auch Schaden. Mhm. Ja, und was die Bestzeit vom Runner ist, also der wird sicherlich irgendwie eine Bestzeit haben, aber es gibt ja für den Randomizer kein Leaderboard, also soweit ich weiß zumindest nicht. Und ja, dementsprechend haben wir da halt keine Infos zu. Er muss ja irgendwie auch auf seine Estimate gekommen sein. Genau. Ich denke mal, irgendwas so, ich sag mal, zwischen 2 Stunden und 2 Stunden 30 ist ja beim Randomizer eh immer schwer vorherzusagen. Also generell kann man sagen, wenn man relativ stabil im Speedrun ist, dann kann man relativ gut in 2,5 Stunden dadurch. Mhm. Das ist natürlich halt auch immer eine Sache vom Schwierigkeitsgrad. Also wir sind jetzt zum Beispiel eigentlich schon in der letzten Welt. Das ist jetzt die Welt, die niemals war. Mhm. Und es ist jetzt auch so, wenn wir jetzt noch eine Passage weitergehen würden, wären wir jetzt halt schon im Roxas Fight. Das ist die Weltmoor. Ich lasse dich mal alleine hier im Kommentar. Ne? Wenige in deiner Ecke. Ah, geht er schon in den Roxas Fight? Er geht schon in den Roxas Fight, okay. Ich meine, gut, er hat Reflekt Nummer 2, er hat Reflera, das kann was werden. Okay. So, Roxas beginnt mit einem Angriff, den könnten wir jetzt hier halt direkt reflektieren und könnten die Limitform ja auch. Ihm da schon ein bisschen Schaden machen. Mhm. Generell versucht man Roxas in einem bestimmten Modus zu erwischen, dass man ihn loopen kann. Ja, er pausebuffert hier auch, um das Limit zu triggern. Damit klaut man Roxas sein Schlüsselschwert. Und jetzt versucht man, die Phase so weit auszunutzen, dass er nur noch 3 bis 2,5 Lebensleisten hat, damit man mit der Limitform sozusagen dann die letzten Finisher-Attacken auf ihn drauf machen kann. Mhm. Man kann das Ganze auch rauszögern, dass man komplett die Lebensleisten killt von Roxas. Da weiß ich aber nicht direkt, wie das funktioniert. Weil ich persönlich, okay, ich habe es mal probiert, ich habe es aber nie hingekriegt. Mhm. Also Lebensleiste vom Boss ist oben rechts. Und darunter sind ja so einzelne Abschnitte, einzelne Punkte. Und die repräsentieren halt immer eine vollständige Lebensleiste. Genau. Im ersten Kingdom Hearts war das so, dass das noch in Farben unterteilt war. Auch in dem Gameboy-Spiel von Chain of Memories war das noch so. Mhm. Und in Kingdom Hearts 2 haben sie das dann geändert, dass es dann halt in diese Punktlebensleisten geändert wurde, einfach weil sie gemerkt haben, wir haben halt einfach mehr Lebensleisten, die wir jetzt integriert haben. Genau. Und ja, ich komme auch zu Wort, so ist es nicht, aber das ist halt Yukis Commentary hier in erster Linie, deswegen halte ich mich da natürlich auch ein bisschen zurück. Ansonsten würde ich euch hier mit Wissen über Kingdom Hearts zuschütten, aber Yuki hat eine angenehmere Stimme, so. Vini will einfach nicht zugeben, dass er die ganze Zeit sonst nur ranten würde. Ja, würde ich wahrscheinlich wirklich. Bloß aus Prinzip. So, also wir haben die Dreiermarke geknackt. Mhm. Ab jetzt ist halt so dieser kritische Moment, wo Roxas halt auch aus dem Stun entkommen kann, wenn es blöd läuft. Beziehungsweise halt diese Phase beenden kann. Aber es ist theoretisch möglich, ihn jetzt komplett zu besiegen in dieser Phase. Es ist möglich, ja. Okay. Es ist möglich, aber so, das Timing muss halt stimmen. Es kann halt jederzeit passieren, dass wenn das Timing mal einfach zwischen den Angriffen, weil ein Input nicht direkt genommen wird, dann halt off ist und dann kann Roxas entkommen und dafür ist halt die Limitform als Backup da. Okay. Und Lady Red Dragon, es kann tatsächlich sein, dass das Kingdom Hearts ein bisschen für Tron Legacy mitverantwortlich ist. Ja, also es hat die Fanbase halt nochmal extrem mit bestärkt. Weil es gab ja schon immer so eine kleine Insider-Tron-Fanbase, die halt so wollte, dass Tron nochmal tiefer zurückkommt. Mhm. Und Kingdom hat das Ganze nochmal so ein bisschen angefeuert. Ich glaube,
ein oder zwei Jahre nach Kingdom Hearts war das ja auch generell so, dass auch dieser erste Teaser zu Tron Legacy veröffentlicht wurde. Also ich denke mal schon, dass da das auch ein bisschen mit reingewirkt hat. Ja, also klingt zumindest plausibel. Ja. Oh, Limit Gorge. Ich glaube, er ist entkommen, ne? Naja. Nee, wir haben das Limit gezündet. Dadurch ist der Angriff nicht mehr in dem Spam, sondern es ist so ein bisschen wie, wir haben jetzt so ein bisschen wie den Berserker-Mod gehabt. Das heißt, wir haben die ganze Zeit keinen Finisher gemacht. Mhm. Das heißt, wir haben den Angriff immer so abgebrochen, dass wir keinen Finisher gemacht haben. Weil Finisher machen im Prinzip mehr Schaden, sorgen aber auch dafür, dass der Gegner weiter wegfliegt. Was bei Roxas halt in dem Moment kritisch enden könnte, weil er halt während des Wegfliegens seinen Spin-Attack machen kann. Mhm. Und wir haben jetzt zum Schluss halt den Finisher vom Limit gezündet, um im Endeffekt, wir müssen entweder mit einer Magieattacke oder mit einem Finisher den Gegner besiegen. Mhm. Weil ansonsten bleibt er immer auf 1 HP stehen. Okay. Oblivion hatten wir jetzt von Roxas auch bekommen. Ja, das war wirklich passend. Ich glaube, das kriegt man auch von ihm generell in Final Mix. Okay, ist aber auch gerandomized eigentlich. War jetzt Zufall, denke ich mal, ne? Genau. Deswegen war das gerade so ein bisschen... Ja. Ich wäre für einen 48-Stunden-Stream Yuki erklärt Kingdom Hearts Lore. Achso, nur den ersten Teil dann? Also, geplant war es ja mal für ein Fun-Event. Mhm. Ich hatte das Ganze auch angefangen. Problem war halt, dass... Ja, fall halt um, Wasserflasche. Problem war halt generell, dass es zeittechnisch Probleme gab. Dann hatte ich Probleme mit meinem Rechner und das Ganze hat sich halt gezogen und gezogen und gezogen. Es ist jedenfalls nicht hinten weggefallen. Es wird noch irgendwann kommen, dass Yuki mal die Kingdom Hearts Lore in der Präsentation mal erklärt für euch. Ich werde zwar keine 48 Stunden mir dafür Zeit nehmen, aber ich werde mir dafür Zeit nehmen. Und im Hintergrund lassen wir einfach Kingdom Hearts Speedruns laufen oder so. Keine Ahnung. Muss Yuki dann entscheiden. Nein, ich bereite eine Präsentation vor. Ich mache das schon, wenn schon dann professionell, ja? Ja gut, okay. So, hier auch wieder das gleiche Prinzip wie in Agrabah. Wir könnten jetzt hier kämpfen. Es geht allerdings wesentlich schneller, wenn wir uns auf einen bestimmten HP-Wert runterfallen lassen, weil dann triggert halt automatisch die Sequenz. Mhm. Also Sora sagt gerade, in Final Mix bekommt man Two Becomes One von Roxas. Okay, gut. Ist jedenfalls das Schwert, womit man dann im Endeffekt auch die Final Form kriegen kann. Mhm. So, Schamanenrelikt für Donald. Noch ein Ansem Report. Ja. Nichts Nützliches. Okay. Weil was hier nützlich ist und was nicht, das kann ich halt immer schlecht abschätzen oder einschätzen, aber ja, dafür bist du ja dann da. Genau. Waisenform haben wir jetzt gekriegt und Froststone. Mhm. Die Waisenform ist halt eigentlich die Form, wenn wir die leveln würden, würden wir normalerweise Sprint bekommen. Aber dadurch, dass das ja auch gerandomized ist, was man da kriegt, haben wir Sprint halt so schon, zumindest das erste Level von Sprint haben wir jetzt schon in der Truhe gefunden. Okay. In welchem Gebiet sind wir jetzt hier gerade? Wir sind in Beast Castle. Das wäre casual gesehen die zweite oder dritte Welt, je nachdem, für was man sich entscheidet. Also hier schön und das Beast. Genau. Okay. Also wir sehen das auch gleich. Wir haben da die Kommode gleich, die wir wegschieben müssen. Und im Keller sind halt auch die Bediensteten wie... von Unruhe und Lumière, okay. Madame Portin. Mhm. Ich versuche nämlich immer die Welten so zuzuordnen, damit ich wenigstens ein bisschen was zu tun habe, beziehungsweise ein bisschen was unter Umständen auch beitragen kann. Und ja, genau. Also Schön und das Biest ist bis heute Mamas und mein Lieblings-Disney-Film. Oh. Wir waren auch bei dem Remake im Kino. Und ich habe mir den Film halt als erstes O-Ton angeguckt. Okay. Weil ich wissen wollte, so Gaston musste für mich passen. Ach so. Es gab eine Stelle im Film mit Gaston im Original, wo ich mir gesagt habe, wenn die im Remake passt, gucke ich mir diesen kompletten Film an. Okay. Und sie hat gepasst. Und dann habe ich mir gesagt, gut, jetzt gehe ich mit meiner Mutter ins Kino.
Ja, gut. Mein Lieblings. Achso, nee. Sag du erstmal. Wir haben jetzt hier den Torwächter. Der Torwächter besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Einmal natürlich das Tor an sich. Und wenn wir ihn, also seine HP gedroppt haben, kommt halt der, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber halt dieser schwarze Blob. So. Mhm. Und den müssen wir jetzt in zwei oder drei Phasen müssen wir den besiegen. Also wir brauchen zwei oder drei Phasen, bis wir ihn komplett runter haben, weil seine HP immer gecapped sind auf einem bestimmten. Ja, haben wir. Und wir haben Lucky Lucky gekriegt, das ist schon mal sehr gut. Oder beziehungsweise wäre sehr gut, wenn wir Casual spielen, weil Lucky Lucky erhöht die Drop-Chance von Items. Ah, okay. Die Gegner ja, hinterlassen. Dann macht der Name sogar Sinn dann. Ja. Also gerade dann, wenn man zum Schluss hingehend dann die Schmiede-Sachen komplettieren möchte, da ist Lucky Lucky teilweise wirklich schon einfach unersetzlich. Mhm, okay. So, und diese Kronen, die hier sind, das sind übrigens Puzzleteile. Wenn man die Puzzle komplettiert, kriegt man normalerweise Casual auch nochmal Items. Mhm. Die sind aber, soweit ich weiß, hier irrelevant. Mhm. Okay. Also das ist, glaube ich, eins der wenigen Dinge, das nicht geändert wurde, weil es einfach zu nervig wäre und zu too much, sagen wir einfach, noch alle Puzzleteile zu sammeln, weil man braucht für bestimmte Puzzleteile bestimmte Level von den Formen, um die zu kriegen. Und okay. Das würde halt, denke ich mal, einfach dann auch das Pacing für den Randomizer halt zu sehr beeinflussen. Mhm. So, auch hier ist, wir müssen halt die ganzen Laternen anzünden und wir können das alles in einer Cycle schaffen, also Von Unruh hat ja diese Gripleiste. Mhm. Wenn die Gripleiste abläuft, dann ist Von Unruh sozusagen für einen kurzen Moment K.O. und wir müssen den erst wieder aufrappeln. Und ja, wie gesagt, man kann das alles in einem Cycle schaffen. Manchmal, wenn sie halt irgendwie an diesen Truhen hängen bleiben oder so, kann es halt auch gut vorkommen, dass es dann halt einfach zwei dauert. Mhm. Habe mir das Komplettpaket Kingdom Hearts geholt und muss aber noch zocken auf PS4. Schreibt Orca gerade, oder hast du dir was vorgenommen, auf alle Fälle? Ja, ich bin auch immer noch dabei, die ganzen Platin-Trophäen zu holen. So, ich hänge halt immer noch an Kingdom Hearts 2 mit, weil mir diese Cups auf den Sack gehen. Okay. Und ich eigentlich noch Skill-Points dafür grind muss. Wir haben jetzt übrigens die zweiten Sunder gekriegt, das heißt, wir haben jetzt schon Sandara, das ist auch schon mal sehr gut. Mhm. Vor allem, weil wir halt Thunder Boost auch schon haben. Ja. Und Magic Boost stärkt das ja sicherlich auch nochmal, ne? Genau. Mhm. Magic Boost stärkt das, Thunder Boost stärkt das. Und was wir halt auch noch wollen, ist noch ein höheres Magnegra, also ein höheres Magnet. Also generell kann man immer sagen, es ist in jedem Kingdom Hearts so, dass eine Magie immer so ein bisschen OP ist gegenüber den anderen. Und das habe ich auch schon mitbekommen. Also das höre ich zumindest immer mal wieder während der Speedruns. Also was halt vor allem bei den meisten Zwischenablegern ist, also generell, es gibt ja zwei Entwicklerteams. Einmal das Tokyo-Team, einmal das Osaka-Team von Kingdom Hearts. Mhm. Und das Osaka-Team hat ein ganz großes Problem. Sie kriegen es nicht hin, Magie ordentlich zu balancen. Okay. Das ist unter anderem auch so ein Ding, warum Spellweaver einfach so imba ist. So. Und hier ist es halt generell, dass man mit der Kombi Magnet und Donner, also Thunder, dass man halt einfach absolut enorm Schaden machen kann. Mhm. So. Aber gut, da ist es auch schwer, solche Kombis dann zu balancen. Ja. Und wir machen jetzt sozusagen gerade das Ende der ersten Hälfte oder beziehungsweise des ersten Besuches vom Beast Castle. Mhm. Das ist jetzt sozusagen, also wir haben hier den Endboss, der ist in zwei Teile gesplittet, also in zwei Kämpfe. Mhm. Das ist einmal dieser Kettenbalk. Mhm. Und der ist halt so eine etwas erweitertere Form von dem Torwächter, den wir hatten. Okay. Und hier sehen wir übrigens auch, wie richtig schön man Reflega hier oder Reflera abusen konnte, dadurch, dass er mit dem
Kronleuchter darunter gekommen ist und einen Schaden machen wollte. Wir haben einfach den Schaden, den er gemacht hätte, haben wir einfach auf ihn zurückreflektiert. Mhm. Ich glaube, bei Reflera ist es noch die Hälfte vom Schaden, bei Gar ist es, glaube ich, der komplette Schaden, der dann da zurückreflektiert wird. Also Reflega dann. Genau. Also, okay. Sora überlegt auch gerade, welche Magie in Kingdom Hearts 3 so OP war. Ich bin der Meinung, mal gehört zu haben, dass es Feuer gewesen ja, ist. Ja, es war Feuer. Ja, okay. Ja. Hatte ich es noch richtig im Kopf. In Kingdom Hearts 1 war es die Kombination aus Aero und Gravi. Okay. Und Gravi hatten sie ja dann nachher in den anderen Kingdom Hearts Teilen auch gar nicht mehr drin. Als Ability war es in Kingdom Hearts Burst by Sleep nochmal drin gewesen, aber Kingdom Hearts Burst by Sleep hatte generell auch das Ability-System, was oder beziehungsweise dieses Comment-System, was halt dann in den Main-Titeln Kingdom Hearts 1, 2 und 3 halt nicht genutzt wurde. Ah, okay. Weil da hatte man ja generell auch das Kommando-Fusing und alles drum und dran, um die höheren Kommandos dann zu kriegen. Also man konnte relativ schnell, relativ immer in dem Spiel werden. So, mhm. Du konntest mit Level 10 halt schon fast alle Skills haben, wenn du es richtig angestellt hast. Oh, okay, wow. Jo. Oh. Arena des Olymps, also wir sind gerade in der Unterwelt. Aha. Herkules? Genau, Herkules. Okay. Jo. Und auch hier haben wir das wieder so, dass wir in den ersten beiden Arealen eigentlich schon relativ viele Truhen haben. Ich glaube, hier sind es 4. In der nächsten Passage müssten es 2 oder 3 sein noch, die wir dann noch haben. Also auch hier ist wieder Points, die man sehr schnell abarbeiten kann. Also, was halt ein bisschen ärgerlich ist an der Stelle, ist, dass die Steine halt von der Decke fallen. Wir haben einen Proof gekriegt. Oh. Das heißt, wir haben 1 von 3 Proofs jetzt gerade gekriegt. Proof of Connection, den meintest du jetzt, ne? Genau. Mhm. Also ich habe ja schon gesagt, wir brauchen die 3 Proofs, die man normalerweise bekommen würde von den Sondergegnern. Mhm. Das Zeichen dafür, dass wir so einen Proof bekommen haben, ist übrigens die Krone auf Soras Kopf. Wir haben jetzt gerade die Bronzekrone, das bedeutet, wir haben 1 von 3. Mhm. Wenn wir 2 haben, haben wir halt Silber und bei 3 haben wir Gold. Und bei Gold ist sozusagen Go-Modus. Okay. Andara Trinket haben wir gerade bekommen. Ja, also normalerweise ist es so, dass bestimmte Ausrüstungsgegenstände halt auch Boost auf Magie geben können. Mhm. Das sind halt jeweils 20%. Das Decken funktioniert aber anders. Also du kannst nicht einfach dreimal Sandara Badge oder sowas ausrüsten und dir jeweils 20% holen. Ich glaube, das ist gekappt auf 50%, was du kriegen kannst. Das ist ja auch eine stolze Summe. 50% mehr Schaden. Ich bin mir halt nicht sicher, weil ich habe nie diese Trinkets für das benutzt. Mhm. Übrigens, er guckt gerade auch so ein bisschen durch, was für Sets die Items geben, was für Abilities die Ausrüstungsgegenstände geben. Ich habe gerade nicht gesehen, was Kingdom Key hat. Summer Boost, Damage Raft, Summer Boost. Berserker Charge. Ah! Das ist natürlich gut. Dann erklärt das auch, warum er Roxas so besiegen konnte. Ah, okay. Berserker Charge ist, du verbrauchst deine Magieleiste und machst dann im Endeffekt keinen Finisher. Ach so. Weil du die ganze Zeit nur normal angreifst. Ah. So, und wenn halt die Magie sich dann wieder aufgefüllt hat und du weiter in Berserker gehen willst, musst du halt die Magie wieder entleeren, weil du ansonsten halt, wie gesagt, normal wieder deine 3 Angriffskombo machst. Mhm. Generell machen wir das auch so, dass wir immer dass wir auf große Kombos verzichten. Das heißt, wir werden jetzt nicht Combo Plus großartig nutzen oder Luftcombo Plus. Mhm. Was auch noch so ein Ding ist, Luftkombos sind in der Regel immer schneller als Bodenkombos. Deswegen werden wir auch immer, wenn möglich, die Gegner mit Luftkombo zu besiegen. Dieser Drehangriff in der Luft in Sora übrigens macht, das ist der Explosionsfinisher. Ah, okay. Den hatten wir, ich glaube, ganz zu Anfang schon auch direkt gekriegt, was halt auch super ist. Nimmt uns halt eine Menge Arbeit ab, kann aber in manchen Bosskämpfen einen auch so ein bisschen hinderlich werden. Okay.
Ich hatte eben auch so ein paar Level-Ups gesehen. Wie wichtig sind die Level hier? Ich weiß ja, dass es in einigen Kingdom Hearts-Spielen so Items gibt, mit denen man auf Level 1 bleibt, und das ist ja trotzdem noch machbar. Also dadurch, dass wir halt hier für Level-Ups normalerweise auch Abilities lernen würden. Und die Abilities, die ja mit in dem Pool drin sind, können wir halt auch Accessoires oder Items oder halt auch verschiedene Abilities oder halt auch Proofs kriegen. Also dementsprechend ist es halt schon wichtig, dass wir im Level aufsteigen. Mhm. Deswegen verzichten wir hier halt auch, trotz dass wir Critical spielen, auf Level 1. Mhm. Weil generell kann man dazu sagen, ist Critical Level unabhängig. Okay. Also man kann das ganze Spiel ohne Probleme auf Level 1 durchspielen. Oder was heißt ohne Probleme? Man sollte halt schon einen gewissen Skill dafür haben. In Klammern, ich habe ihn nicht, deswegen spiele ich nicht auf Level 1. Ja, gut. aber es ist möglich. Mhm. So, und wir sehen auch gerade mit Zander, was wir eigentlich schön Kerberos für Schaden gemacht haben. Mhm. Was auch noch so ein Ding ist, was man sagen muss, im Randomizer, wir leveln schneller. Also ich glaube, wir brauchen bloß maximal die Hälfte aller Erfahrungspunkte, die wir normal brauchen würden für Level 99. Das ist halt mit Absicht so gemacht, dass man halt generell die Level-Ups und die dazugehörigen Items einfach besser kriegt. Mhm. Also im Grunde ist ja ein Level-Up dann auch immer gleichbedeutend mit einer Kiste, wenn du es so willst. Nicht immer. Also es sind bestimmte Level-Ups, also die meisten Level-Ups geben nur Angriff- und Verteidigungsbonus, aber es gibt halt, ich glaube, immer alle 3 oder 4 Level gibt es dann halt Abilities. Ach so, okay. Hilfe, hallo, ich bin da, stopp von vorne. Tut mir leid, Kalle, sag das den Spaniern. Ich kann das nicht machen. Genau. Ich kann kein Spanisch. So, Trainingsrunde mit Phil. Wir haben ganz, ganz viele Töpfe und müssen Punkte sammeln. Mhm. Das Problem, was wir haben, ist, wir haben zwar schon Jackpot, was im Endeffekt die Drops von Talern, Kugeln und allen drum und dran erhöht, aber wir haben noch kein keine Anziehung für die Dinger. Das heißt, wir müssen generell immer noch rumlaufen und alle händisch einsammeln, was halt ein bisschen nervig ist. Ah, das nervt mich bei Vampire Survivors auch mal. Ja, deswegen, also das ist ein bisschen meh. Mhm. Aber an sich geht das halt relativ schnell. Dadurch, dass wir halt Jackpot haben, brauchen wir halt nicht so viel da machen. Vor allem, wir haben ja, glaube ich, sogar schon 2-mal Jackpot gefunden. Da es geht halt auch relativ schnell. Und wir haben Drawring gefunden. Drawring ist halt normalerweise, glaube ich, für die Formen, dass mehr Formsachen gedroppt werden. Also jetzt diese Drive-Kugeln. Ach nee, das war Drive-Boost. Warte. Oh, Yuki kommt bei Kingdom Hearts durcheinander. Ja, ich kann mir leider nicht alle Sachen von den Accessoires merken, weil ich mir meistens immer nur die merke, die ich wirklich brauche. Ja, klar, kenne ich ja selber. So, das heißt, ich gucke immer speziell, dass ich bestimmte Sachen halt relativ schnell am Anfang kriege. Und dann gehe ich mit einer Grundausrüstung durchs Spiel und den Rest, den ich dann halt haben will, das hole ich mir alles bei der Schmiede. Mhm, okay. So, hier hinten haben wir gleich den Vorteil, dass wir durch Gleiten halt direkt dahin können. Normalerweise müsste man halt erst unten durch die ganze Unterwelt von Hades da durchrennen. Ah, okay. Ich kenne auch nur die wichtigsten auf Englisch, sonst kenne ich die nur auf Deutsch. Ja, es ist bei mir auch so ein Problem, Sora. So, dadurch, dass ich meistens, dass ich auch die ganzen deutschen Guides geschrieben habe, dadurch kenne ich halt auch fast alle Items nur auf Deutsch. Habe mir mittlerweile durch den Speedrun so ein bisschen die englischen Namen noch mit angewöhnt, aber halt alle kenne ich auch nicht. Also das, was man effektiv nicht wirklich benutzt im Speedrun, das kenne ich halt auch nicht. Wir haben da eben unter anderem ein Thunder-Element bekommen. Bringt das für unseren Thunderspruch irgendwas? Ah, ja, scheinbar schon, laut Sora jetzt im Chat gerade. Ja, das müsste, ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt schon Sandara oder haben wir jetzt Sandaka? Ja, also normalerweise gibt es jedes Element 3-mal, halt in einmal Sander, Sandara und Sandaka, also immer Ra und Ga noch als zweite und dritte Form. Und Ra haben wir jetzt, okay, dann haben wir die zweite Form von Sander. Wie hieß bei Final Fantasy die vierte Form? Wenn es sie mal gab. Kam selten vor, aber manchmal gab es da nach der Gar-Form noch eine vierte. Das war dann aber, glaube ich, in den Final Fantasies vor 8. Ich habe, glaube ich, erst ab 7 gespielt. Ja, nee, bei 12 kam die, glaube ich, auch nochmal vor.
Gut, 12 hatte ich nie durch. Ja, gut. Und ja, wir sind jetzt gerade im Demix-Fight. Und bei Demix ist es halt so, dass wir normalerweise casual das Limit nutzen von den Wassernoten, die er da droppt. Und die Noten gegenseitig mit sich selbst zerstören. Also sprich, wir nutzen eine der Noten als Waffen und zerstören die um sich drum liegenden. Ah, okay. Ansonsten würde es halt viel zu lange dauern, die ganzen Noten innerhalb der Zeit klein zu kriegen. Gibt es auch in KA3 als Hochmagie? Ah, ja. Das sind die Stack-Magies, ja. Ich erinnere mich. Und Derek hat recht, also Feuka zum Beispiel, also K oder halt Ja, also JA am Ende. Also Feuka oder Feuer. Ich glaube, in Je Kingdom Hearts nachdem. 3 haben sie es mit K bezeichnet auch Ah, wieder. okay. So, er überlegt gerade so ein bisschen, wo er als nächstes hingeht. Hallo Bastian. Ah. Ich hätte jetzt eigentlich schon fast mit Disney Castle gerechnet. Weil Disney Castle hat in seinem Eröffnungsgebiet eigentlich auch relativ viele Truhen. Aber da ist halt auch ein absolut ätzender Gegner-Spam. Okay. Du musst sie nicht besiegen, also du kannst da durchgehen, aber sie können dich halt, also sie können halt schon nervig sein. Oh. Wo sind wir jetzt? Welche Bastion war das? Also Hollow Bastion Achso, ist, Holle. die ist eine Kingdom Hearts eigene Ach Event-Welt, so, ah ja, okay. eingeführt mit Kingdom Hearts 1. Das war auch so, das war halt so die zweite Welt, die man direkt gekriegt hat. So. Und war halt sehr nostalgisch gewesen. Direkt zu Anfang zu sehen, okay, Hollow Bastion, nice. So. Wir sind jetzt gerade in die zweite Form, in die Wisdom-Form, Waisenform gewechselt. Und die Waisenform funktioniert so, dass man mit ihr Herzlose besiegen muss, um Erfahrungspunkte zu kriegen. Also pro Herzlosen kriegt man halt einen Erfahrungspunkt. Und ich glaube, für das erste Level brauchte man 20 Punkte generell. Wie gesagt, das ist halt hier alles runtergesetzt worden. Und ja, wir müssen natürlich auch die Form leveln, weil wir mit jedem Form-Level immer noch mal Dodge Roll, nice. Weil wir Level mit 2. jedem Form-Level immer noch mal ein bisschen, also noch eine Ability gekriegt haben. Und das zählt natürlich auch mit in den Pool rein. Deswegen, also wer sich gehofft hat, der erspart sich das, nein. Okay. Kurze Frage noch. Die solche ja, Stufen-Items, nenne ich sie mal, also sowas wie ja, Thunder und Thandara und Thandaga, das sind Progressive-Items, denke ich mal. Ne? Also man kann Thandaga nicht vor Thunder bekommen, denke ich. Genau. Okay. So. Wir haben jetzt auch eine weitere Formleiste gekriegt. Aus einer Truhe. Deswegen haben wir jetzt fünf. Okay. Oh, gut. So, und jetzt natürlich Mission mit Leon. Wir beschützen die Tore. Also reine Defensivmission jetzt gerade Ja. quasi. Und wir haben die Gullwing bekommen, ein Schlüsselschwert, was man normalerweise mit Zora von den drei Feen kriegt, von Yuna, Riku und Pain. Ich wollte gerade sagen, das ist doch das Luftschiff von 10-2. Ja, genau. Boah, ich hasse dieses Spiel. Das einzige Final Fantasy, das ich hasse. Edi läuft ein eiskalter Schauer über den Rücken. Ah, Du gehst zufrieden. nee, mir passieren da eher Sachen, die ich jetzt aber nicht nennen darf, auch nach 22 Uhr nicht. Ja. So, da sind Jedenfalls, wir wir. haben jetzt Achso. Hollow Bastion 1 haben wir jetzt abgearbeitet. Wir sind jetzt direkt wieder drin in Hollow Bastion 2. Und ja, hier haben wir jetzt gerade Cloud getroffen. Sollte jedem, glaube ich, ein Begriff sein. Mittlerweile, wer Cloud ist. Wenn nicht, schämt euch und geht Final Fantasy 7 spielen. Ansonsten haut Zorgo euch. Aber schämt man sich nicht, wenn man Final Fantasy VII spielt? Nicht, wenn es nach Zorgo geht. Ja, gut. Und da ich leider so ein bisschen unter Zorgos Fuchtel stehe, muss ich halt sagen, spielt Final Fantasy VII, sonst kommt Zorgo und haut euch mit einem Papierfächer. Zorge nachts um 3 an euer Fenster. Ja, und schaut euch an, während ihr schlaft. Genau. Kann nicht mehr reden.
Das habe ich heute schon ein paar Mal gemerkt. Emulator hat gerade Probleme. Also, oder ich weiß nicht, ob sie es wirklich über Emulator spielen oder ob sie das via Capture, also via PS2-Capture machen, weil es sieht ein bisschen danach aus, dass es tatsächlich von der PS2 gecaptured ist. Ja, das wollte ich vorhin nämlich schon fragen. Das sieht ab und zu mal so ein bisschen ruckelig aus, ob das normal ist oder ob das irgendwie am Stream liegt. Aber ja, gut, das haben wir dann ja quasi gerade geklärt. Und Derek, warum kannst du das Remake nie durchspielen? Weil das Remake tatsächlich sehr schlecht geportet ist und es gibt aber einige Fix-Patches dafür, die von Fans gemacht wurden. Okay. Also ich hatte damit kein Problem. Also ich habe ja auch die Epic-Variante, deswegen. Ja, du hast damit kein Problem, aber 90% der anderen haben sie. Ah, okay. Ach so, ist wieder so ein Ding, je nach PC, ne? Ja. Ah, okay, ja. Also, ich weiß nicht, ob Draxto gerade da ist. Ansonsten kann Draxto dir da bestimmt ein paar Tipps geben, weil Draxto hat es auch auf dem PC gespielt. Ja. Ah, okay. Selber hab's leider nicht für PC. Ich hab's für PS4 und PS5. Mhm. Deswegen kann ich dir da bei der PC-Variante leider keine Tipps geben. Okay. Naja, das ist ärgerlich. Also ich hatte die Probleme nicht, deswegen war ich gerade so ein bisschen verwundert. Ja, das liegt halt an dem Programm, wo das drüber läuft. Mhm. Ich glaube, Drax hatte mal irgendwie gesagt, dass das dass es einen Patch gibt, der das Ganze ändert auf Vulkan, glaube ich. Und ironischerweise läuft das auf Vulkan wesentlich besser, obwohl das sonst normalerweise die... Ja, da. Ah. Da, er schreibt es gerade. Danke, Drax. Ich liebe dich. Ich wusste es. Dreckst du, falls du irgendwie einen Link hast und dann Permit brauchst, dann sag einfach kurz Bescheid. Falls du ihn jetzt gerade zur Hand hast, zumindest. Oder schick es halt direkt an Derek. Per PN oder so. Jupiter ja. Drecks beschworen. Ich würde ja sagen, es tut mir leid, aber ich schäme mich leider null dafür. Yuki rennt ja auch durch die Gegend. Ich habe ein Glas voll Drecks. Nein, tatsächlich. tatsächlich kenne ich dieses blöde Lied von es gibt eine Songversion irgendwie dafür, die irgendwer da mal als Joke gemacht hat. Ah, okay. Kennst du die nicht? Nee, kenne ich nicht. Ach, ich muss die mal schicken. Also, ja, kannst mal machen. Ich muss dir die schicken, die ist zu gut. Man muss nicht jetzt sofort raussuchen, aber ich guck's mir jetzt sowieso nicht gleich an, logischerweise. So, ich gucke mal bei den Level-Up so ein bisschen, ob man da irgendwas sieht, was man bekommen hat. Ja, gerne. Dark Crystal haben wir da eben gekriegt. Ja, ansonsten nur so ein bisschen Werte erhöht. Also noch nichts Besonderes. Ich schicke dir das Ganze mal im Discord übrigens. Ja. So. Schreib mich nur um die Uhrzeit im Discord an. Aber ich habe keine Ahnung, was du immer für Stalker hast, ey. Ja. Also das ist definitiv einer von den Stalkern. So. Wir sind jetzt offiziell, also eigentlich ist es immer noch, könnte man sagen, immer noch, dass es Phase 2 ist. Aber ich sehe das immer schon als Phase 3. Also für mich läuft Tolle Bestien in 4 Phasen und nicht in 3. Okay. Wir haben jetzt Negativ-Kombo gekriegt, also wir haben jetzt Kombo-Minus gekriegt. Das ist allgemein sehr gut, wenn wir unsere generelle Angriffstaktik mehr auf Finisher legen. Weil damit können wir die generelle Kombo-Anzahl halt von 3 auf 2 runtergrenzen. Mhm. Und unter anderem auch, also wir können halt mit Kombo-Minus generell die Kombo komplett entfernen, dass wir irgendwann nur noch Finisher machen. Mhm. Das ist vor allem im Lingering Willkampf ist das gewollt. Ah, okay. Weil es gibt eine Loop-Technik für Lingering Will, die man sehr gerne nutzt. Und ja, wie gesagt, also da wird das halt sehr, sehr gerne gemacht. Wir scheinen übrigens auch Gegner-Spawns zu randomized zu haben. Mhm. Wir hatten jetzt zum einen in der Leon-Passage hatten wir vollkommen andere Gegner. Da wären normalerweise Niemande gewesen, aber da waren Herzlose.
Und eben gerade auch waren die Schwarz-Weiß-Autos aus Timeless River gewesen. Also so ein bisschen scheinen die Gegner auch gerandomized zu sein an bestimmten Spots. Ah, okay. Jetzt gerade sind wir in der Cavern of Remembrance. Und das ist eigentlich so eine Zusatzpassage, die in Final Mix dazugekommen ist. Also die gab es im Originalspiel nicht. Basiert die auf irgendwas? Oder ist es auch so Die ein... führt im Endeffekt zum Garten, wo wir jetzt also gerade diese Spots haben. Und das ist halt, kann man sagen, so eine riesengroßer Kampfdungeon. Also man muss immer bestimmte Passagen überwinden, man muss bestimmte Level von den Formen haben, um dann weiterzukommen in dem Dungeon. Und es gibt dort generell Gegner und Items, die nur da zu finden sind, die man dann später für die Schmiede braucht. Und wie gesagt, wenn man zum Beispiel dann auch die Kronen alle komplett haben möchte, dann muss man diesen Dungeon auch schaffen, um halt zu den Data Battles zu kommen. Ah, okay. Würde aber im Randomizer dann gegebenenfalls wegfallen. Gegebenenfalls, ja. Okay. So, wir gehen jetzt zurück nach Port Royal. Wir sind ja in Port Royal nur kurz rein und haben uns die Truhen geholt. Das heißt, wir haben da noch gar nichts großartig weitergemacht. Denk mal generell so eine gute. St oh, Moment, stimmt. So, ich denke mal, generell so eine gute Strategie ist halt erstmal in die Gebiete reingehen, in den Anfangsgebieten immer die Truhen holen, also zumindest da, wo viele sind, und sich dann erst so in die einzelnen Gebiete weiter vorarbeiten, ne? Also im Ja. Randomizer meine ich jetzt. Ja, also generell halt die ganzen Anfangsspots abgrasen, wo sehr viele Truhen sind, um Genau. halt generell erstmal so ein Standardbild zu haben. Und dann Stück für Stück durch die Welten gehen. So. Ich bin dann halt immer so ein Mensch, ich gehe da dann halt immer relativ chronologisch vor, wie ich es halt vom Main Game her kenne. Speedrunner sind dann natürlich ein bisschen anders, die wissen ganz genau, an welchem Spot wesentlich mehr Truhen sind. Und grinden dann generell erstmal die Spots ab, wo sie ganz genau wissen, da könnte was, da hast du eine relativ hohe Chance, dass du da definitiv was findest. Okay. So, wir kämpfen übrigens hier mit Genie. Normalerweise würden halt hier sehr, sehr viele Piraten spawnen und die Piraten sind halt genauso wie im Film auch nur im Mondlicht attackierbar und sind halt besonders anfällig für Magie. Deswegen kämpfen wir hier halt hauptsächlich mit Genie. Okay. Also gerade Blitz- und Eismagie ist gegen die Piraten halt so sehr, sehr hilfreich. Genie nutzt hier sehr viel Magie, dann ist er der bezaubernde Genie. Vini, der war. Na Ach gut, er war komm, genau der war für so. meine Verhältnisse sogar ganz gut, würde ich sagen. Nein, er Also war es hat genau jetzt dein auch Niveau. nichts zu heißen. Och Mann. War auch in der Stadt nicht wirklich was, was uns jetzt nützlich war. Gibt es hier eigentlich auch so ein Log, das man sich angucken kann, notfalls? Ja, Hier, okay. also wenn man, ich weiß nicht mehr genau, wie das bei der PS2-Version funktioniert, aber wo Fennec das damals gerandomized hat, wo wir zusammen den Rando gespielt haben auf German, da gab es auch einen Log. Ah, okay. Also. Er hatte mir den auch Oh. geschickt und wir hatten dann auch zum Schluss geguckt, weil uns, glaube ich, ein Proof gefehlt hatte, wo der war. Da gab es gerade ordentlich Bildaussetzer. Ja. Naja, passiert. Ist jetzt natürlich fraglich, ob das jetzt vom Capturen kommt oder ob das vom Stream kommt. Weil es Ah. sieht. Es sieht eher nach dem Bild aus. Also der Timer läuft zumindest normal weiter. Das Problem ist, dass der Timer nicht von Runner kommt. Also der Timer, der unten läuft, kommt nicht vom Runner. Eben. Na gut, aber hoffen wir mal, dass das jetzt eben noch mal kurz so gewesen ist. War vielleicht zu so Daily Disconnect beim Runner oder so. Wäre von der Zeit her ja relativ plausibel auch. Also wie gesagt, es sieht halt so ein bisschen so aus, als ob das halt direkt von der Konsole gecaptured wird, weil das Bild auch Ja, ein gut. bisschen schwammig ist. Normalerweise kenne ich das so von der PS2 vom Capturing. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass bei der Kingdom Hearts 2 Final Mix Version, die ist ja eigentlich normalerweise nur auf Englisch, nur auf Japanisch. Und da läuft ja zum einen erstmal ein Englisch-Patch drüber und dann nochmal der Randomizer-Patch. Ja, gut.
Und das ist natürlich für die ROM auch schon mal sehr anspruchsvoll. Und die PS2 hatte teilweise auch echt Probleme, das dann zu laden. Mhm, okay. Das ist jetzt ärgerlich. Oh, ich wollte gerade sagen, die sind, also die Charakterbilder unten rechts sind gerade alle rot gewesen. Ja, aber ja. Ja, da habe ich rot jetzt auch gesehen. Rot bedeutet rot. Also ich überlege gerade, wir hatten aber, glaube ich, nur den Kampf hier. Wir müssen halt die Passage nochmal machen. Und das ist halt, wie ich schon gesagt habe, die Gegner sind halt hauptsächlich wirklich anfällig für Magie. Und dementsprechend müssen wir sie erst ins Mondlicht locken und können ihnen dann mit Magie Schaden machen. Okay. Hier ist es so, wir müssen halt die Zeit, die da oben gerade abläuft, müssen wir halt einfach überleben. Okay, ja gut. Es ist halt bei dem Kampf ein bisschen netzend. Eben weil in der Zeit immer wieder die Gegner nachkommen. Mhm. Die Gegner auf dem Screen zu halten und denen nur, also vor denen so ein bisschen wegzurennen, das würde, glaube ich, auch nichts bringen, oder? Nee, das Problem ist, es gibt zwei Arten von Piraten. Es gibt einmal die, die auf mehr auf Fernkampf kämpfen, und es gibt die, die auf Nahkampf kämpfen. Ach so, ja. Und wenn sie, also die mit den Flinten, die können halt von fern halt auch einfach hinten im Schatten stehen bleiben und Sora dann mit der Flinte abschießen. Und das kann halt schnell zum K.O. führen. Ja, gut. Deswegen versuchen wir immer sozusagen die relativ in einem Feld zu halten. Mhm. Oder beziehungsweise in einer Distanz zu halten. Wir haben übrigens jetzt eine Stunde hinter uns gebracht. Ja. Randomizer. Bist du schon langsam ein bisschen traurig, dass der bald wieder vorbei ist? Nö, es geht. Okay. Ich bin vor allem so ein bisschen froh, dass das Event in weit rum ist. Ach so, ja. Können die Zuschauer meistens nicht so ganz nachvollziehen, aber ja, eigentlich wahrscheinlich schon, aber für die Zuschauer ist es natürlich schade, wenn so ein Event vorbei ist. Aber wir sind dann immer ganz froh, weil wir uns dann wieder ein bisschen erholen und regenerieren können. Also ich habe halt die Woche extrem festgestellt, dass ich absolutes Zeitgefühl für die Tage verloren habe. Ja, das hattest du vorhin irgendwann schon mal gesagt. Ja, und deswegen bin ich immer ganz froh, wenn es dann nochmal zu Ende ist. So, ich weiß, dass gestern Sonntag war. Ich weiß, dass es mittlerweile Montag ist. Genau, also seit 2 Stunden. Ja, circa 2 Stunden. Wenn ich nachher aufstehe, kann es aber sein, dass ich das schon wieder vergessen habe. Ich meine, Montag lässt sich doch eigentlich immer ganz gut merken. So der Tag, nach dem Tag, an dem man nicht einkaufen gehen konnte. Nee, der Tag, der scheiße ist. Ja, gut. Montag ist generell Scheißtag. So, hier ist auch wieder, wir müssen diese Passage überleben. Mhm. Hallo, Dex. Hallo. Ich habe mir noch gemerkt, wir sollen dich nicht mehr mit Papa Dex anreden, weil wir ein bisschen älter sind und das da ein bisschen komisch wirkt. Genau. Ja, vor allem, wenn du in deiner ruchigen Stimme ihn Daddy nennen würdest, würde ich das als komisch empfinden. Ja, gut. Auf der anderen Seite, wenn ich nur Dex sage, dann denke ich halt immer an den Vampire Survivor Streamer. So, aber, hier ja. Haben wir Fässer. Die müssen wir schnell so schnell wie möglich vom Schiff kicken, weil die halt an einem Zeitlimit gebunden sind, wo sie explodieren. Mhm. Und wenn eins explodiert, ist Game Over. Oh, das ist nicht gut. Ja, deswegen sage ich, wir müssen das zeitlich schaffen. Und die Gegner tun natürlich ihr Bestes, um uns daran zu hindern. Mhm. Das Problem ist, während Sora sich in dieser Animation befindet, wo er dieses Fass wegkickt, kann das Fass immer noch explodieren. Und das ist halt so ein bisschen ätzend. Ah, okay. Ja, gut. Und du siehst manchmal, dass das Bild stehen bleibt, bevor dann dieser schwarze Übergang kommt. Mhm. Das ist tatsächlich, weil sich das Spiel schon in dem Frame, bevor es in den Ladebildschirm geht, sozusagen auf den Ladescreen vorbereitet oder beziehungsweise so. Begibt. Es lädt den Ladescreen quasi. Genau, es initiiert diesen Übergang. Mhm. Und dadurch sieht das dann halt immer so aus, dass das Bild halt mal kurz stehen bleibt, wenn es halt in diesen Ladescreen geht. Das ist je nach Passage, ist das mal besser, mal schlimmer. Okay. Wir haben gerade Reflect Element bekommen. Das klang auch wieder nützlich. Wir müssten jetzt Refleger haben. Mhm. Das
Das heißt, wir machen jetzt auch mit Reflekt vollen Schaden, wenn wir es einsetzen. Genau, das wollte ich mich gerade sagen. Ich habe sogar aufgepasst vorhin. So, auch hier natürlich. Wir kämpfen gegen Barbossa. Barbossa ist wie seine Piratenkollegen natürlich auch besonders empfindlich für Magie. Mhm. Und wir haben das zweite Magnetlicht. Oh, okay. Oder, ja doch, wir haben Magnet, ja. Mhm. Gut, dass da uns gerade die Magieleiste eingeblendet war. Also quasi Magnera, meinst du jetzt? Genau, wir haben jetzt Magnera. Also bei Magnet ist es so, dass einfach die Dauer, die der Zauber anhält, erhöht ist. Ach so, ja gut. So, jetzt sind wir im Land der Drachen. Veni, was ist das für ein Disney-Film? Drachenzähm leicht gemacht, würde ich mal schätzen. Zum das ersten war DreamWorks, ich bin enttäuscht. Ach so, ja, stimmt, das war DreamWorks. Oh Gott, wie ist das? Mulan, glaube ich, ne? Genau. Ja, ich habe es aber an dem Charakter eben nur entdeckt, nur gesehen. Ja, stimmt, Drachenzähm war ja das war nicht Disney. Genau. Das war DreamWorks Pictures. Mhm. Aber ja, auch ein alles, sehr schöner Film, dasselbe. Muss ich sagen. Was? Auch ein sehr schöner Film, habe ich im Kino geguckt. Oh ja. Damals noch mit meiner Freundin zusammen. Hm. Und das war so, vier erwachsene Menschen, der Rest des Kinos nur Kinder. Uh-huh. Wer quietscht über die süßen Drachen? Yuki. Ja. Yuki, ihre Freundin und die Mitbringsel von der Freundin. Oh, okay. Ich habe den das erstmal zusammen mit meinem Vater gesehen damals. Da bin ich mal zu Besuch da gewesen und haben wir uns den abends mal angeguckt. Ist halt auch eigentlich eher ungewohnt. Also die ersten beiden Teile sind schon sehr schön anzusehen. Ja. Den zweiten, also ich habe nur den ersten davon gesehen tatsächlich. Ich habe den ersten im Kino geguckt, den zweiten im Kino geguckt und den dritten hatte ich dann mit Mama mir mal ausgeliehen. Ja. Aber den dritten fand ich dann halt nicht mehr so schön. Das war dann halt so, der Komplettierung halber guckt man ihn halt mal. Mhm. Aber der Charme war halt so ein bisschen weg, muss ich sagen. Okay. War halt nicht mehr so schön wie die ersten beiden. Hier spielt die Moral jetzt eine Rolle, wenn ich das richtig sehe, oben links? Oder genau. Heißt der Charakter einfach nur Moral? Nein, nein. Das, die Moralleiste ist im Endeffekt, du musst halt Pinks Selbstbewusstsein so ein bisschen pushen. Mhm. So halt zeigen, du kannst das, du bist... ein Superkrieger und alles sowas drum und dran. So wie und, wir das mit Exo vor den Commentaries immer machen. Quasi. Ja. Ich wollte jetzt nicht dich schon wieder dissen, deswegen habe ich mal jemanden anderen rausgesucht. Ich werde Exo mal eine Nachricht hinterlassen. Nein, bitte nicht. Und ja, also wir haben jetzt hier halt eine bestimmte Anzahl an Herzlose, die wir halt in jeder Mission besiegen müssen. Mhm. Und wir müssen die halt besiegen, bevor die Moralleiste abläuft. Wir können das von der Moralleiste ein bisschen dadurch beeinflussen, dass wir diese Kugeln halt aufsammeln. Mhm. In der Regel braucht man es nicht. Okay. Also es ist gut machbar, ohne dass man dass man sich auf diese Kugeln verlässt. Quasi wie die Luftblasen in Labyrinth 1. Genau. Wo Yuki immer wieder in Panik gerät. Dafür, wenn du was ohne machst. Was? Ich hasse dich trotzdem immer dafür, wenn du das ohne machst. Also immer. Ich mach's ja immer ohne. Alles klar, Sora. Dann schlaf gut, träum was Schönes. Und Dragon TV, ihr ebenso eine wunderschöne gute Nacht. Ach so, das von Legend Dragon TV wäre beinahe untergegangen bei mir jetzt. Nee, also euch beiden dann eine gute Nacht. Im Endeffekt. Ja, und hier haben wir das auch nochmal in der Passage. Das ist sozusagen die Final Mission für diese Moral-Mission. Mhm. Da geht es halt im Endeffekt einfach nur, das Dorf zu erreichen. Und im Film ist das ja so, dass man das Dorf ja erst erreicht, bevor es bereits zerstört ist. Hier erreicht man das Dorf, wo es noch ganz ist. Mhm. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Film und Spiel. Ich habe einen Film nie gesehen. Ich weiß es nicht. Also generell sehr viele Disney-Filme. Ich habe im Kino geguckt, da war ich 8. Oh. Oder 9. Also nicht mehr. Oh, nein, 9 ist nicht mehr niedlich, aber 8 ist noch niedlich. Ich weiß jedenfalls, dass das am Nikolaustag war. Mhm. Und dass wir, dass bei uns im Kino war halt im UCI immer Adventskalender für Kinder. Oh. Und da wurde halt immer die Sitzplatznummer gezogen.
Und da habe ich ein Mulan-T-Shirt gekriegt und das T-Shirt habe ich heute noch. Okay. Es passt zwar nicht mehr rein, aber ich hab's noch. Du hast es noch, genau. Nimmst du jetzt als Kissenbezug? Nee, aber da ist Mushu drauf. Okay. Und so ein halt Motivationsspruch. Und das fand ich halt relativ nice. Und so der Erinnerung halber habe ich das. Ich habe so eine Erinnerungskiste, da habe ich aus bestimmten Altersstufen, hat Mutti immer so Sachen aufgehoben von mir. Aha. Okay. Ja, und die hat sie mir jetzt zu meinem Auszug damals, hat sie mir die mitgegeben. Und okay. Da ist das mit drin. Genauso wie meine Lernlaufschuhe. Und meine rosa Lackhackenschuhe. Oh Gott. Wo ich damals in Polen Verkäuferinnen zum Heulen gebracht habe. Wieso das? Meine Mutter hat zu meiner Oma gesagt, geh mit dem Kind nicht in ein Schuhzelt. Oh. Das Kind saß inmitten dieses Schulzeltes, umgeben von einem Haufen Schuhen. Und sie hat jedes Paar anprobiert. Oh. Und kein Paar gekauft. Na super. Hat dieses Zelt nicht verlassen, bis ihre Oma ihr ein paar Schuhe gekauft hat. Und das waren diese Lackschuhe. Waren drei Verkäufer und alle drei haben geheult. Oh Mann. War ein schlimmes Kind. Das glaube ich. Hat sich bis heute auch nicht geändert. Nein. Ja, jedenfalls. Also, warum wir jetzt gerade so ein bisschen off-topic gegangen sind, war jetzt einfach nur, weil es ist halt gerade einfach nur die Standardroute abgehen. Und wenn halt wir in den Truhen was jetzt finden, was jetzt halt wirklich nützlich für den Run ist, was jetzt, sag ich jetzt mal, effektiv uns im Progress weiterbringt, dann werden wir das schon sagen. Also wir verlieren den Run nebenbei nicht aus den Augen, auch wenn wir jetzt gerade so ein bisschen off-topic geredet haben. So. Ja gut, aber beim effektiv letzten Run des Events ist das, glaube ich, auch gar nicht ganz so schlimm. Und hier ist es jetzt auch wieder so, wir haben jetzt hier so eine typische Überlebensphase, wo wir unendlich von diesen Propellerdrohnen haben und wir haben einen Heartless-Counter, wo wir halt im Endeffekt gezählt wird, wie viele von diesen Drohnen haben wir besiegt. Ist eigentlich scheißegal, bringt nichts, aber es ist just for fun, dass du weißt, okay, du hast jetzt so und so viele besiegt. Könnte man hier Magnet und diese Magnetismus-Technik nutzen? Achso, ja. Gut, das war gerade meine Frage sogar. Ja, ja. Central Computer Core Map. Okay, nein, das ist Tron-Welt. Ach so. Tron-Welt-Karte. Hätte ich jetzt nicht als Tron erkannt. Abgesehen davon, dass es halt Drohnen sind, aber alles andere sieht nicht nach Tron aus. Nee, wir haben das Item gekriegt. Ach so, okay. Wir haben gerade beim Level-Up das Item gekriegt, deswegen... Ja gut, das macht dann schon mehr Sinn. Aber ja, ich habe das ja vorhin auch schon mal gesagt, ein Teil der Gegner scheint auch gerandomized zu sein, weil hier wären normalerweise diese komischen fliegenden Türme gewesen. Mhm. Und ja, da waren jetzt Gegner aus Prideland, also aus dem geweihten Land. Mhm. Neben den Propellerdrohnen. Also die Propellerdrohnen sind fix, die sind immer da. Aber halt die Gegner, die nebenbei mit spawnen, scheinen... Also die auf dem Boden gewesen sind eben. Genau. Okay. Weil die wären normalerweise nicht da gewesen, da wären andere da gewesen. Prideland, ist das aus Lion King? Genau, das ist das geweihte Land. Da waren wir ja ganz zu Anfang gewesen. Okay, also ich hätte den Namen jetzt nicht mehr gewusst. Also König der Löwen habe ich tatsächlich gesehen, aber ich hätte den Namen jetzt, wie gesagt, nicht mehr gewusst. Von König der Löwen hatte ich als Kind drei Polen-Versionen. Oh. Bei einer war der Anfang gut, bei einer war die Mitte gut, bei einer war das Ende gut. Und dann kam die Legit-Version raus und dann hat mir meine Mutter die Legit-Version geholt. Ich kenne nur noch Poladin. Das ist die polnische Aladin-Variante. Die hatte ein Onkel von mir sich mal in Polen geholt. Und ja, im Endeffekt... hat ein Einzelner alle Stimmen gesprochen. Aber so ganz tief und monoton und mit Versprechern noch drin, die einfach drin gelassen worden sind. Gott. Da hat er sich noch korrigiert. Aber das ist halt so unfreiwillig komisch gewesen, wenn weiß ich, Aladin und Jasmin direkt nacheinander gesprochen haben und beide mit so einer tiefen Stimme und so total gelangweilt. Das war Proladin. Oh Gott. Das gibt mir... ungewollt böses Kopfkino. So, das ist jetzt übrigens gerade der Shan Yu Fight.
Also der ist gleich rum, aber es ist der Shanyu-Fight. Und wir müssen halt Shanyu besiegen, bevor die Tür keine Lebensenergie mehr hat. Und das wäre chronologisch auch der erste Kampf, wo im Prinzip Mickey zu Hilfe kommen könnte, wenn wir hier verlieren. Also beziehungsweise wenn wir hier K.O. gehen. Die Chance ist prozentuell, wie Mickey auftauchen kann, hängt ein bisschen damit zusammen, wie oft wir Game Over gegangen sind schon im Verlauf dessen. Und je nachdem, wie oft wir Game Over gehen, sinkt die Chance, dass wir, also dass Mickey auftaucht. Oh, okay, ich hätte jetzt eher andersrum gedacht. Nee. Übrigens haben die Caverns Map noch bekommen, aber ist halt eine Karte, braucht man gerade als Speedrunner nicht. Bringt uns nichts. So, jetzt sind wir auch gleich in den zweiten Besuch rein bei der Mulan-Welt. Also normal ist es halt casual so, dass man in jeder Welt zwei Besucher hat aus der Hollow Bastion. Da sind es drei oder je nachdem, wie man zählt, drei oder vier. Und ja, sozusagen mit dem zweiten Besuch schließt man dann im Endeffekt die Welt dann auch ab. Okay. Ist jetzt halt die Frage, ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob wir generell den zweiten Besuch schon durchmachen. Generell könnten wir das. Aber wir können die auch jederzeit abbrechen, ne? Also wenn, genau, wir können jederzeit einfach zurück zu den Cavern gehen und dann halt in eine andere Welt betreten. Was wir halt noch gar nicht gemacht haben, ist Twilight Town. Twilight Town ist halt so, dass wenn wir das erste Mal betreten, müssen wir halt die Roxas-Story machen. Und das will man immer so ein bisschen vermeiden, weil die Roxas-Story halt relativ viele Cutscenes am Anfang hat, plus das ganze Tutorial. Und das nimmt halt ziemlich viel Zeit weg. Okay. Warum muss ich gerade so grinsen, Veni? Weil du dir Veni auch vorstellen kannst, wie er freiwillig Paladin synchronisiert. Ich weiß, Lotus. Genau das gleiche habe ich auch im Kopf. Ich habe schon überlegt, ob man nicht mal irgendwie so eine Parodie mit Veni aufnimmt in sämtlichen Sprechrollen von irgendeinem Disney-Film. Ich überlege gerade, wie man so Wortwitze mit den Namen machen kann. Ja, Veladin halt, wie eben schon gesagt, der fällt mir aber so ganz spontan nicht ein. Ihr könnt ja gerne mal irgendwelche Disney-Filme mit meinem Namen versehen im Chat, wenn ihr möchtet. Wenn euch gerade ein bisschen langweilig ist oder so, wer weiß, vielleicht kommen ja ein paar schöne Sachen bei raus. Okay, also das Stocken kommt definitiv von seiner Übertragung. Ah, okay. Warum? Weil er selber eben auch so abgehangen oder so? Nee, aber weiß, man hat es gesehen im Kampf, weil das ganze Bild gefreezt ist. Ach so, ja gut. Weil normalerweise, wenn es ein Ladefreeze ist, dann siehst du den Unterschied. Weil wenn du das Spiel halt gespielt hast, weißt du ungefähr, wo sind die Points. Also die Punkte, wo zum Beispiel eine Cutscene triggern würde oder die Punkte, wo ein Ladescreen einsetzen würde. Und der Kampf war halt noch nicht annähernd zu Ende gewesen. Dass man sagen könnte, er wäre halt schon in dieser Transition. Hier war halt auch wieder der Punkt, dadurch, dass wir gestorben sind, mussten wir jetzt halt diese Cutscene nochmal gucken. Und hier wären jetzt eigentlich diese Lanzenkämpfer. Und sind jetzt allerdings ausgetauscht worden mit den Spielzeug Jack in the Box. Okay. Aus Halloween Town. Und die sind ein bisschen eklig, weil die haben eine relativ böse Invincible-Phase. Und innerhalb dieser Phase ist es halt, also können die halt, wenn sie dich blöd erwischen, dich direkt auf 1 HP runterbringen, beziehungsweise auch je nachdem, ob du schon Trotzkopf und Dickschädel hast, ich weiß gerade nicht, wie es auf Englisch heißt, kann es halt auch so sein, dass sie halt dich auch insta-killen. Ah, okay. Also wenn ich die Namen sehe im Stream, wenn sie aufploppen, weil wir sie irgendwie finden oder so, dann fällt es mir wieder ein, wie sie heißen. Oder beziehungsweise dann weiß ich es wieder. Innerlich weiß ich, wie sie heißen, bloß mir fällt der Name gerade nicht ein. Und wir haben Power Boost, Ultima Rezept, Pure Element, wir haben jetzt Vitara. Once more, second chance. Danke dir, Drex, ja. Also es sind Trotzkopf und Dickkopf. Genau. Okay. Proof of Peace. Das zweite Proof, genau.
Skill Recipe. Weiß ich jetzt nicht, wie nützlich das ist, aber wir haben jetzt 2 von 3 Proofs. Das ist 2/3, also wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Estimate geschafft. Ja, und wir haben 2 von 3 Proofs gefunden. Genau. Wie lange braucht man, wenn man alle 3 Proofs hat? Wie lange dauert der Restabschnitt dann noch ungefähr? 20, 25 Minuten. Okay. Je nachdem, wie weit man halt vorher in der Welt, die man niemals war. Okay. Also man muss halt diese Welt abschließen. Das ist halt das Wichtige. Ah, alles klar. Dann wäre es wahrscheinlich sogar sinnvoll, die Welt ziemlich früh zu machen, also sehr weit zu machen zumindest, wenn es da zumindest Schatztruhen gibt. Du hast halt sehr viele Bosskämpfe. Ach so, ja gut. Also ziemlich viele Endbosskämpfe, muss man halt dazu sagen. Mhm. Und die sind halt, ja, okay. Übrigens, Minigame-Geschwindigkeit ist verdoppelt. Ah, okay. Das ist mit Absicht so. Okay. Weil du musst sie storytechnisch nur durchspielen. Mhm. Du musst da keine Rekorde auftun oder sonstiges, du musst sie einfach nur durchspielen. Ach so, die ist jetzt im Randomizer nur verdoppelt. Genau. Die Geschwindigkeit, okay, gut. Normal werden wir halt halb so schnell. Mhm. Ich dachte, das ist so generell eine Spielmechanik irgendwie. Nein. Ah, okay. Ja, gut, wo ich das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, habe ich jetzt irgendwie Hallus? War was in meinem Kaffee drin? Wenn ja, dann habe ich mir eine Menge davon genommen. Hast du wieder irgendwas in meinen Kaffee gemacht? Nee, man will bei Winnie Pooh, da ist es halt so, man muss halt in den ganzen Welten die verlorenen Seiten finden. Das sind 5 Stück. Mhm. Und dann kommt man halt in dieser Welt weiter. Und da sind halt auch jedes Mal pro Abschnitt Patronen und ein Minispiel, wo man noch was kriegt. Und ja, das will man natürlich mitnehmen. Ja, klar. Wishing Lamp. Schönes Keyblade, wenn man Casual spielt. Ach so, okay. Ich hätte jetzt auf ein Key-Item irgendwie getippt. Nee, ist ein Keyblade. Also eine Waffe. Ja. Wie gesagt, ist ein schönes Keyblade, wenn man Casual spielt, aber im Randomizer, wenn es nicht die richtigen Skills oder die richtigen Points hat, dann bringt es einem nichts. Mhm. Wieder ein Minispiel hier? Genau. Ja, diesmal nicht verdoppelt, oder? Doch. Doch, okay. Sind alle verdoppelt. Das sah ein bisschen, ja, irgendwie ein bisschen zu schnell aus für normale Geschwindigkeit, aber ein bisschen zu langsam für doppelte Geschwindigkeit. Deswegen war ich mir da gerade nicht ganz sicher. Das Gute ist, die Leute, die den Randomizer spielen, kennen halt das Spiel so in- und auswendig und können dadurch auch sehr gut abschätzen, wie sie wo lenken müssen, um hier Pooh nicht zu verlieren. Weil man muss halt hier im Endeffekt durchkommen, ohne dass man Pooh verliert. Mhm. Und man kann halt unterwegs Gopher einsammeln, den Maulwurf. Mhm. Und der ist sozusagen ein Second Hit. Ah, okay. Also sprich, dass man zweimal getroffen werden kann, ohne dass man dass man beim ersten Mal halt nicht direkt Pooh verliert. Mhm. Aber auch Gopher muss man halt immer wieder pro Passage neu einsammeln, beziehungsweise jetzt ist er gerade irgendwo gegengefahren, deswegen ist Gopher da weggeflogen. Mhm, okay. Und was es halt auch so ein bisschen anstrengend macht in dieser Sektion hier mit Pooh, ist, dass man bei diesem Minispiel hier spezifisch zum Beispiel immer wieder das Problem hat, dass man so eine Zwischensequenzpassagen hat und die kann man halt nicht überspringen. Ach so. Das ist auch so ein Grund, weswegen man generell gesagt hat, man verschnellert die ganzen Minigames hier. Mhm. Dann wären unterm Strich nur, was ich sag mal, 1-2 Minuten mehr gewesen, na, vielleicht ein bisschen mehr noch, ne, die man jetzt halt durch die doppelte Geschwindigkeit hier einspart oder buffert. Mhm. Also der Runner selber. Wollte ich gerade sagen, ist der Runner selber. Oh. Ah, jetzt haben wir wieder Bild. Blizzard, also Eiselement. Mhm. Ein goldener Gut. Ring. Und das Foto. Brauchen wir nur noch einen Silver Ring und dann können wir den Glockenturm betreten. Den Uhrenturm, so. Du weißt nicht, was ich meine, oder? Ich weiß nicht, was du meinst. Dann finde ich auch beneid. Habe ich nie gespielt. Oh mein Gott. Reg dich nie wieder darüber auf, dass ich, was ich, Kingdom Hearts zum Beispiel nie gespielt habe. Ich bin kein Metroidvania-Mensch.
Oh, ja, trotzdem. Das ist. Kann das, ich habe dafür nicht die Frusttoleranz. Okay. Das ist. Na gut. So. Ich will dieses Lies of Pi spielen. Ich will es unbedingt, weil es sieht so gut aus. Es ist genau hier, also stilistisch das, was ich halt absolut liebe. Aber es ist ein Souls-Game. Naja, gut, okay. Souls-Game ist ja nochmal was ganz anderes. Ja, aber das fällt halt auch unter die Kategorie, wofür ich absolut keine Frusttoleranz habe. Naja, gut. So, wir sind jetzt am Anfang von Twilight Town und warum Roxas da so komisch gerade gesprungen ist, ist einfach, wir haben Sprint eingesetzt und Roxas hat für Sprint keine Animation, deswegen sieht das so komisch aus. Die Fähigkeit eigentlich zu einem anderen Charakter gehört. Ja, weil Roxas hat halt diese Fähigkeit nicht, normalerweise. Deswegen hat er dafür halt einfach keine Animation. Na gut, deswegen macht sieht es so aus, als ob er in die Luft springt und dabei halt sich einfach schnell vorwärts bewegt. Sieht halt sehr lustig aus. Jo, wie gesagt, es ist jetzt gerade das Tutorial. Wir kämpfen gegen Setzer, wo uns so ein bisschen das klassische Kampfsystem erklärt wird. Und ich weiß gar nicht, ob wir Stehaufmännchen schon haben. Stehaufmännchen ist halt im Endeffekt, dass wenn wir von dem Gegner getroffen werden, dass wir halt in der Luft uns wieder aufrichten können und nicht erst unsere, also 10.000 Meter wegfliegen von dem Gegner, irgendwie aufprallen und uns dann wieder aufrichten, sondern uns direkt halt wieder aufrichten können. Ist Setzer der deutsche Name für Cypher? Ah, weil nein, hier Entschuldigung, ist das war Cypher. Ah, okay. Aber Setzer ist kommt ja später noch. Setzer kommt später noch. Ach, echt? Also Setzer geschrieben, ne? Ja, ja. Weißt du, woher der kommt? Final Fantasy 6. Ach, verdammt. Und Cypher? Cypher aus 8. Verdammt. Kennt sich zu gut aus mit Final Fantasy. Ja, 8 habe ich gespielt. Ja, gut. 6 nicht? Nee. Sie ist Symphony of the Night. ich will halt, also das Problem ist, bei 6, ich weiß nicht, welche Version ich spielen soll. Ach so. Weil eigentlich will ich die PlayStation-Version haben. Mhm. Weil ich gesehen habe, es gibt eine PS1-Version davon und ich habe ja von den anderen auch die PS1-Version. Deswegen will ich eigentlich zur komplett teilhalber die PS1-Version. Aber diese richtig scheiße laufen. Nee, die läuft nicht scheiße, die Ladezeiten sind so lang und du hast halt so viele Zufallskämpfe und bei jedem Zufallskampf sind es zwar immer nur, weiß ich, 2 Sekunden mehr, also vor dem Kampf und nach dem Kampf, also insgesamt 4 Sekunden, aber das summiert sich halt und das nervt extrem. Ja, deswegen, und das ist halt so, weswegen mir halt von der PlayStation-Version abgeraten würde, aber eigentlich würde ich halt lieber die PlayStation-Version spielen, halt, damit ich die komplett habe. Ja, ich meine, du kannst ja die PlayStation-Version holen, die ist nicht teuer, die kostet so, also als ich das letzte Mal geguckt habe, so 10 Euro nur. Ja, deswegen bin ich halt auch so am Liebäugeln damit. Dann halt eine Steam-Version oder so noch. Da hast du im Regal und kannst eine ordentliche Version spielen, trotzdem noch. Ja, ich hoffe ja immer, dass die Pixel Remaster, dass die noch für PlayStation kommen. Ach so, ja, stimmt. Weil ich bin nicht so, ich mag es halt nicht so auf Steam zu spielen. Ja, wenn wir übrigens in der Luft springen und da so rumschweben, das ist übrigens unsere Gleiteranimation, die Box das auch nicht hat. Ah ja, wir haben ja die ganze Zeit mit Sora gespielt, ne? Genau. Das wird mir jetzt erst klar, wir haben ja nicht Sora, sondern Roxas jetzt hier. Ja, und das Lustige ist halt auch, dass wenn wir eine Form wechseln, dass wir dann halt Sora haben. Roxas, den hatte man in Teil 1, glaube ich, gespielt, ne? Nein. 3? Nein, Roxas wurde mit Teil 2 erst eingefügt. Ach so, okay. Oder eingeführt, besser gesagt. Wir haben generell normalerweise in den Hauptteilen Sora, aber Roxas ist, Achtung, Spoiler, Sora ist niemand. Aufgrund von Ereignissen in Kingdom Hearts 1, die ich jetzt hier nicht näher ausführe. Und es ist halt, im Endeffekt ist es so, dass wir halt dieses Tutorial, das sind 6 Tage sozusagen im Game, die da ablaufen und die müssen wir halt mit Roxas spielen. Oh, okay. Und da erfahren wir halt, wer Roxas ist, was mit ihm passiert ist und. Mhm. So, nicht alles, weil das Ganze wird natürlich während der Story auch immer noch mal wieder aufgegriffen. Aber wir erfahren es halt. Und ja,
diese 6 Tage müssen wir halt, wie gesagt, dann rumbringen. Und das Nervige am Anfang ist halt immer im Randomizer halt diese ganzen Tutorial-Sachen. Weil du kannst sie nicht überspringen. Und du kannst sie auch nicht verschnellern oder irgendwas. So. Hier sehen wir übrigens Tron-Gegner. Diese fahrenden Maschinengegner, das sind halt die aus Tron eigentlich. Item-Boost haben wir da gerade bekommen. Ich denke mal, dass mehr Items droppen irgendwie, ne? Oder können wir überhaupt Items droppen? Nein, das ist das Effekte von Items. Verbessert werden. Way to the Dawn haben wir da gerade gekriegt. Ja, das ist Weakest Keyblade. Ach so. Also auch wieder nur eine Waffe im Endeffekt. Genau, auch wieder eine Waffe. So, das ist eigentlich eine Passage, wo halt ganz viele Schattenleuche normalerweise spawnen, dieser Weg bis zu Mini. Und so ist halt eine sehr gute Möglichkeit, die Helden und die Waisenform zu leveln. So, man kann die, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt auf Level 3 bringen, auf Level 3 oder Level 4. Und die spawnen nicht unendlich, aber es spawnen genug, dass man zumindest so 1-2 Level bei einer Form halt mit Sicherheit hochkriegen kann. Keiner mag Tutorials, deswegen gibt es auch eine Mod, um die Roxas-Sequenz zu skippen. Ja, das wundert mich nicht mal. Das wundert gar keinen mehr. So, das ist jetzt der Anfang des zweiten Besuchs. Wir haben gerade noch eine Map bekommen für ein Level Up. Beast Castle. So, Beast ist halt sehr, sehr sauer, weil sein Date mit Belle ruiniert wurde. Oh. Ist ein bisschen biestig. Der war sogar mal gar nicht mal so schlecht. Den er war nicht gut, aber er war nicht schlecht. Sein normales Niveau. Okay. Wie gesagt, ich fand den jetzt eigentlich sehr schlecht. Ah, naja, gut. Aber das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn ich einen Witz schlecht finde, ne? Dann ist es eigentlich gut, genau wie es andersrum halt ist. Bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch da. Achso, ja. Ich achte jetzt gerade bloß da drauf. Aber wir haben nichts Gutes gekriegt. Wir hatten einen Stab für Donald. Das Problem ist, du hast halt in diesen Zwischensequenzen auch immer so Sachen, die dir dann mal gegeben werden, hin und wieder. Ach so, und die können ja auch gerandomized sein dann. Genau, und deswegen habe ich gerade geguckt, was jetzt bei der Überblende für ein Item kam. Mhm. Weil der Bildschirm halt teilweise wieder gefreezt war. Und ja, es war aber nur ein Stab für Donald. Okay. Ja, weil ich gucke auch schon immer so ein bisschen auf die Items. Da kann ich wenigstens ein bisschen mithelfen. Also quasi, ich weiß zwar nicht, was das für Items sind, aber ich kann es dann mal sagen. Ja, wir haben jetzt auch gleich den ersten Organisationsfight gegen Xaldin. Also wenn er ihn jetzt macht, ich könnte es mir vorstellen, dass er ihn macht. Obwohl, nein, wir haben ja schon gegen Roxas gekämpft. Komm mal nur zurück, wir hatten schon den ersten. Okay. Ja. Xaldin kann anstrengend sein. Also, Casual hat er mich sehr geärgert. Okay. So das erste Mal. Weil ich aber auch seine, also es gibt Tricks, wie man Xaldin besiegen kann. Und zwar kann man halt diese Jumps deutschen. Und man kann bis zu 9 Stück davon sammeln. Und das geht halt immer, wenn Xaldin angreift. Bei bestimmten Angriffen kann man halt mit der Dreiecktaste dann im Endeffekt die Angriffe von ihm stornen. So. Und das ist übrigens eine Passage, wo Mickey auftaucht. Ah. Entweder erklärt er das gerade oder er überlegt, ob er jetzt wirklich Mickey rufen soll. Kann Mickey denn nur begrenzt auftauchen insgesamt? Also die Chance wird halt immer geringer, umso öfter man stirbt. Ach so. Und wenn Mickey einmal gerufen wird, sinkt halt die Chance von 80%, glaube ich, auf 50, von 50 auf 20 und dann, also umso mehr er halt gerufen wird, desto geringer wird die Chance. Meintest du vorhin auch mit, je öfter man Game Over geht, desto geringer ist die Chance. Genau, und Mickey taucht halt auch immer nur in bestimmten Kämpfen auf. Okay, ich dachte, je öfter man generell ohne Mickey dann Game Over, also ohne dass Mickey kommt, Game Over geht.
desto geringer ist die Chance. Und das hat mich vorhin so ein bisschen gewundert. Achso, also beim ersten Mal sogar zu 100%. Oder so, ja. Plexo. Also, es sinkt dann halt immer mehr. So, je öfter man ihn in Kämpfen schon mal gerufen hat. Wenn man ihn jetzt zum Beispiel in Shan Yu schon mal hatte, dann ist halt die Chance generell geringer, dass er auftaucht. Frage ist jetzt, die haben auch einen Timer angehalten gerade. Ja, das wundert mich auch gerade. Ah. Ja gut, müssen wir mal kurz abwarten, was da jetzt ist. Beziehungsweise, vielleicht wird ja auf dem Discord da auch was geschrieben. Nee, haben nichts geschrieben. Ja gut, wie gesagt, müssen wir mal kurz abwarten. Ich sehe auch einen F schon im Spanischen. Ich wollte gerade sagen, ich sehe gerade einen F in dem Chat, das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen. Richtig. Ja gut, wir warten mal ab. Können wir uns so lange noch über Spiele unterhalten, die du nicht gespielt hast. Ja, wie gesagt, also Final Fantasy VI ist eigentlich das, was ich mir schon seit langem vorgenommen habe. Also generell die ganzen ersten Final Fantasies mal zu spielen. Weil ich kenne ja bloß ab 7. Und so generell 1 bis 6 wollte ich halt immer mal nachholen. Hatte aber auch nie wirklich die Gelegenheit. Ja. Dann kamen die Pixel. Jetzt hat Veni ein Disconnect. You're on your channel, timed out. Und oder über in den Inhalt. Ja, es willkommen war ein Daily Disconnect. War denn Daily Disconnect? Ja. Achso, hast du mich eben noch gar nicht gehört? Als ich reingekommen bin, habe ich gesagt, ja, es war der Daily Disconnect. Ich hatte dich nämlich im Stream schon gehört, aber. Aber ja, ich musste erst einmal neu starten. Ja. Okay, aber ich habe ja nichts verpasst. Hier ist ja auch alles beim Alten. Nee, es ist immer noch so. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt gewesen bin zum Schluss. Irgendwie bei Spielen, die du nicht gespielt hast, glaube ich, ne? Jupp. Naja. So, jetzt ist... Okay, ich hatte eben noch mal kurz so eine Verbindung zum Chat. Und jetzt bin ich aber ganz offiziell wieder im Chat drin. Controller-Issue, okay. Oh, ja gut, da kann es gut sein, dass er noch einen Ersatzcontroller irgendwo rumzuliegen hat. Da müssen wir mal kurz abwarten jetzt. Hoffen wir einfach, dass er es gleich wieder gefixt kriegt. Genau. Ansonsten, damit der Chat auch so ein bisschen beschäftigt ist und wir auch ein bisschen was zu diskutieren haben, was ist denn, jetzt kann man es glaube ich fragen, definitiv, was ist denn euer Highlight bei diesem Event gewesen? Frage geht ja auch an dich, Yuki. Mein Highlight wäre eigentlich Majora's Mask 100% gewesen. Entschuldigung, dass ich lache, aber ich finde es ein bisschen lustig. Ja, ich sollte es eigentlich nicht lustig finden. Ich bin halt immer noch ein bisschen salzig, deswegen. Ja, ja, klar. Kann ich verstehen. So, das ist ja nicht mal böse oder so. Aber wir waren in der Setup-Phase zu Majora's Mask und kriegen dann gesagt, es findet nicht statt. So, es war einfach... Ich gucke auch gerade nochmal durch. Also, meine Highlights... Logischerweise die Ketten wie die Kose-Sachen. Demon's Crest war wieder schön. Kommentiere ich immer wieder gerne. Und fand ich sehr interessant von dir. Was? Demon's Crest fand ich auch sehr interessant von dir. Achso, hat das dazugehört? Oder warst du sogar dabei? Ich weiß es gar nicht mehr. Da war ich jetzt neben Kommi vielleicht mit drin? Kann sein, ich weiß es selber nicht mehr. Ich habe zwar bloß 2 oder 3 blöde Fragen gestellt, aber ich war mit drinne. Ja gut. Nee, Dings hier, Lufia in The Fortress of Doom lief deutlich besser, als ich gedacht hätte. Weil die Notes von dem Runner, also ich hatte ja von El Magus vorher schon Notes bekommen, plus halt so Erklärungen. Oh, Überblende. Oh, jetzt wird's interessant. Also vielleicht geht's gleich weiter, vielleicht nicht. Werden wir dann gleich herausfinden. Okay, wir haben da noch ein
The runner has Achso, a controller issue, so we'll be back when he can solve that. Ah, okay. Also ist nicht abgebrochen, der Run. Achso, ja gut. Aber Dex hat es jetzt wahrscheinlich gerade gehört, in dem Moment, in dem er gefragt hat. Aber ja, der Controller vom Runner spinnt irgendwie rum. Ja, aber der Run ist halt nicht abgebrochen, sondern halt pausiert. Jo. Ja, aber bei Lufia hatte ich ja von El Magus im Vorfeld Notes bekommen und halt dann noch so Erklärungen, was halt die Kategorie und so angeht. Und der Runner selber, Nyaki war das, der hatte dann, der hatte zwar Notes, aber auf Spanisch, die hatte ich vorher auch schon gesehen. Und der hatte das Ganze dann aber sogar noch auf Englisch übersetzt, die ganzen Notes. Und da hatte ich dann im Endeffekt lieber die Notes vom Runner selber genutzt, weil das ist ja dann logischerweise auch seine Route. Bei Magus Notes hätte es da Abweichungen geben können. Ja, aber konnte man wunderbar kommentieren, indem man einfach die Notes vorgelesen hat. So mehr oder weniger. Und deswegen bin ich da erstaunt gewesen, wie gut das dann im Endeffekt funktioniert hat. Ist dann aber nicht mein Verdienst gewesen, sondern mehr der vom Runner. Generell, aber es kommt halt auch immer drauf an, wie setzt du das um, was dir gegeben wird. Du kannst noch so gute Notes haben, so, wenn du nicht weißt, mit der Situation richtig umzugehen, dann bringen die dir halt auch nichts. Ja, das stimmt schon. Also von daher kannst du auch selbst ruhig sagen, dass du da eigentlich einen guten Job gemacht hast. Ja, aber ohne die Notes, ich meine, es ist halt ein 5-Stunden-RPG, sich sowas einzuprägen und vorzubereiten, das ist extrem schwer. Also ohne kommt die aus Notes, RPG an. Bitte? Kommt aus RPG an. Ja gut, natürlich, ne, aber das ist halt so ein ganz klassisches RPG und da wäre es sehr schwer gewesen. Also, da sind die Notes richtig gut, richtig hilfreich gewesen. So, wo bei Shin Megami Tensei 4 kann ich das extrem nachempfinden. So, okay. Da hatte ich ja wirklich, also da du konntest nicht viel zu dem Mann sagen. Weil das Gameplay war sehr repetitiv. Es gab keine wirklichen Skips, es gab keine Glitches, du konntest bloß ein bisschen ad hoc dann noch nebenbei simultan die Story übersetzen. Mhm. So, der Run ging 7 Stunden, ich bin nebenbei fast eingeschlafen. Und ich saß allein im Kommi. Oh. So. Das war aber nicht bei dem Event jetzt. Ne? Nein, das war glaube ich, bei einem RPG Limit Break. Ach so, okay. So, aber es war halt, das war halt wirklich so ein Kommi, wo ich nicht stolz drauf bin. Mhm. Wo ich halt auch sagen muss, das habe ich mir, im Endeffekt habe ich mir den Run besser vorgestellt. Okay. Aber ja. Und das ist halt so der Unterschied. Es gibt RPG-Speedruns, die machen echt Spaß, und es gibt RPG-Speedruns, die sind halt einfach nur absolut grottig. Phantasy Star 2. Und Megami Tensei 4 zählt da definitiv drunter. Ja. Nee, Phantasy Star 2 hatte ich mich ja damals richtig drauf gefreut. Ich hatte aber noch keine Ahnung von dem Run. Ja, das war ja bei mir auch so. Ich habe mich ja auch extrem drauf gefreut und dann war das so. Ja. Nee, bei mir kam ja noch erschwerend hinzu, dass ich zu der Zeit halt noch andere Sachen vorzubereiten hatte. Und da habe ich mir dann gedacht, ich hätte es nicht alles geschafft vorzubereiten. Da habe ich mir dann gedacht, okay, Phantasy Star 2, das hast du vor, weiß ich, einem halben Jahr oder so war das, gerade gespielt, hast noch gute Erinnerungen, das kriegst du dann auch on the fly hin zur Not. Ja, dann startet das Spiel oder der Run und er ist erstmal eine halbe Stunde im Menü, alles auf Japanisch natürlich, sodass ich erst recht nichts nachvollziehen konnte. Hat er eine halbe Stunde lang im Menü irgendwas gemacht. Dann hat er ein bisschen gespielt für 10 Minuten, dann war er wieder im Menü und dann war das Spiel plötzlich vorbei. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was da gerade abgeht. Ja. Da bin ich von meinem eigenen Commentary extrem enttäuscht gewesen, weil es ist halt Phantasy Star. Das wollte ich unbedingt ordentlich kommentieren, eigentlich. Aber naja. Ja, na klar, wie gesagt, das war ja bei mir mit Dings auch so. Mit Shin Megami Tensei. Ich wollte das auch eigentlich richtig ordentlich machen. Und es war dann so, du bist jetzt allein hier. Du hast 7 Stunden nur Visual Novel RPG. Oh Mann. Bei dir sind es dann halt sogar 7 Stunden gewesen. Phantasy Star 2 war ja wenigstens noch unter einer Stunde. War zwar wahrscheinlich beim Zusehen noch langweiliger, aber wie gesagt, halt wenigstens unter einer Stunde. 7 Stunden dann sowas machen, naja, schwierig.
schwierig. Es war halt, weißt du, wenn es nicht 7 Stunden Visual Novel gewesen wären, wäre das Ganze wesentlich spannender geworden. Aber das ging halt irgendwann einfach gar nicht mehr. Ich war massiv enttäuscht von dem Run und ich war noch massiver enttäuscht von meinem Kommi. Ja. Oh Mann. Übrigens, meine meistgehassten Kommis sind ja bis heute, also nicht, weil die so schlecht waren oder so, aber das ist bis heute immer noch Earthbound Glitchless. Ja, weil das ist aber auch 4 Stunden erzählen. Genau. Was würdest du sehen, wenn richtig. Du mit Glitches spielen würdest? Das ist das Problem. Earthbound hat richtig interessante Glitches, aber man sieht halt in dem Run nichts davon. Ja. Und dann kann ich immer nur sagen, ja, hier würde man das und das machen und dann könnte man das und das machen, aber sowas zu erklären, ohne dass man dann halt visuell auch was vor sich hat, ist halt für den Zuschauer auch schwer nachvollziehbar im Endeffekt. Deswegen hasse ich Earthbound Glitchless Percent so. Ich würde es aber trotzdem jedes Mal, wenn es kommt, wieder kommentieren. So ist es nicht. Einfach, weil es Earthbound ist. Also ich würde halt, ich will demnächst endlich mal Casual Earthbound Beginnings. Ah, also mal und Earthbound spielen, endlich mal, weil es ist ja bei Nintendo Online mit drin. Also Earthbound Beginnings ist eigentlich Mother und Earthbound ist ja eigentlich Mother 2. Ja, ich weiß. Deswegen. Und ich habe beide schon kommentiert. Und ich fand halt auch die Reaktion so geil. Bringt uns doch endlich noch Mother 3. Ich meine, das gibt es ja, aber halt ja, nicht das bei uns. Ist es ja, aber es wurde ja nie lokalisiert. Mhm, eben. Schöne Reihe. Also gut, ich habe Mother 1 nie gespielt, Mother 3 habe ich nie gespielt. Ich kenne halt nur Earthbound, also Mother 2, so rein spielerisch. Aber ich weiß, dass halt auch Mother 1 ein sehr gutes Spiel ist. Halt NES, aber also deswegen halt technisch natürlich nicht so gut wie Teil 2, aber trotzdem ein gutes Spiel. Ja, ich will sie halt endlich mal spielen, einfach damit ich auch endlich mal die Story von Earthbound auch endlich mal erleben kann. Weil mir wurde schon oft gesagt, dass es ein sehr gutes Spiel ist. Oh ja. Und es sieht halt auch sehr interessant aus. Und es gibt ja dieses Spiel Omori. Das ist ja auch stilistisch sehr an Earthbound angelegt. Und da mir auch der Stil von Earthbound und Omori so gefällt, gerade deswegen, ich bin ja auch so ein Mensch, der sich sehr nach dem Artstyle richtet. So, wenn mir ein Spiel vom Artstyle nicht gefällt, dann fällt es mir ganz schwer, da überhaupt drauf einzugehen oder mich drauf einzulassen. Und deswegen, es reizt mich halt schon sehr, aber ich habe bisher halt einfach nicht die Geduld und die Zeit gefunden, mich daran zu setzen. Ja gut, kann ich verstehen. Nee, aber wenn du mal die Zeit hast, dann mach es gerne. Sag dann gerne auch vorher nochmal Bescheid, dann kann ich dann nämlich auch im Chat dabei sein oder sogar so direkt im Commentary. Ein bisschen, wenn ich halt die Zeit dafür habe, dann. Naja, generell sitze ich ja im Moment eher. Also, ich bin ja jetzt dabei, auf Steam Type Zero eigentlich noch zu komplettieren. Oh Gott. Ist bei mir technisch gesehen auch noch offen. Oh, es. Was? Yeah, jetzt kommt als nächstes. The movie can't run anymore because you have PC issues, so we are going to Kakarot right now. Ah, also zu Dragon Ball. Also haben sie den Run doch abgebrochen. Och man. Yugi, du tust mir tatsächlich gerade ein kleines bisschen leid. Ich meine, gut, wir haben jetzt 1,5 Stunden knapp kommentiert, aber ist natürlich trotzdem schade. Dachte ich eben auch ganz kurz, Vatach, aber nee, der scheint doch noch. Also Kakarot findet noch statt, aber Kingdom Hearts wurde jetzt offiziell abgebrochen. Scheiße. Schade meine ich natürlich. Ach Mann. Bei einer Skala von 1 bis Majora's Mask? Nein, ich frage lieber nicht. 3 von 3 Kingdom Hearts, so eins konnte ich nicht kommentieren, weil einfach mal ich auch irgendwann schlafen musste. Und der dritte wurde jetzt gecancelt. Ja. Aber wie gesagt, also wir haben ja knapp 1,5 Stunden davon zumindest gehabt. Aber leider nicht den ganzen Run. Ja, aber das heißt halt, er wird halt leider auch nicht gehighlightet. Ach so, ja schon. Ich meine, prinzipiell könnten wir den schon highlighten, bin ich der Meinung. Auch wenn der Run an sich abgebrochen wurde. Müssen wir mal abklären.
Also ich persönlich wäre dafür, dass wir den highlighten. Kannst du den ja mal eintragen lassen? Würde ich gerade fragen, soll ich ihn einfach mal eintragen? Ja, also überprüfen lassen. Und das muss ja dann kein anderer noch großartig überprüfen. Ich kann ja da halt sagen, was los war und dass ich persönlich den highlighten würde. Ich muss bloß gerade gucken, wo ich die Vortex-Podliste habe. Ich habe mittlerweile zu viele Tabs offen. Ja gut, jetzt kannst du eine Menge Tabs wieder zumachen, glaube ich. Ja.